Claudia, Schatz, ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass du diese Tüdelitis überstanden hast und dass die Amnesie jetzt auch vorbei ist. Oh, ich bin so froh. Martin, ich bin auch froh, aber du musst mich wirklich nicht so bemuttern. Mir geht's gut, danke. Oh Mann, ist das hier eng. Wie soll ich hier bloß durchpassen? Das ist ja nur ganz, ganz schmal. Naja, also, Claudia, mein Schatz, du hast jetzt erstmal einen schönen heißen Cappuccino verdient. Das werde ich jetzt machen. Ich werde meiner Frau was Gutes tun. Ach, Martin, das ist nicht nötig, aber danke, vielen lieben Dank. Es ist echt toll, wieder zu Hause zu sein, wobei ich mich an das Krankenhaus gar nicht mehr so wirklich erinnern kann. Naja, aber was ich nicht vergessen habe, ist, dass ich noch meine Serie zu Ende gucken muss. Oh Mann, ist das hier staubig. Mann, wer hat hier denn das letzte Mal geputzt? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das war vor 3 Jahren oder so. Was ist denn jetzt mit dem Fernseher los? Ach nee, nicht gerade jetzt. Das ist doch die letzte Folge. Das Bild ist weg. Mhm, genau, richtig erkannt. Mit Fernsehen gucken ist jetzt Schluss. Claudia, Schatz, hier kommt dein Lieblingsmann. Also ich natürlich, dein Ehemann und dein Cappuccino. Oh Papa, du kommst gerade zur rechten Zeit. Ich brauche unbedingt deine Hilfe. Danke, Martin, aber ich habe jetzt ein ganz anderes Problem. Was ist mit dem Fernseher? Der funktioniert nicht mehr. Ist der kaputt? Kaputt? Das wäre mir ja ganz neu. Es sei denn, die Kinder haben da wieder irgendwas gemacht. Ich glaube, das war Emma. Emma, mein Schatz, so nicht. Also, deine Mama ist frisch aus dem Krankenhaus entlassen worden und jetzt wieder das. Das können wir uns einfach nicht leisten. Emma! Aber Papa, Mama hat gesagt, ich krieg meinen eigenen Fernseher in meinem Zimmer und du musst mir jetzt helfen, den nach oben zu tragen. Ach so, deswegen hast du mich jetzt... Naja, egal. Also ich glaube nicht, dass das deine Mutter oder so gesagt hat. Also von diesem Gedanken solltest du dich ganz, ganz schnell verabschieden. Sowas soll ich gesagt haben? Das war bestimmt, als ich Amnesie hatte. Das haben wir schon besprochen, Emma. Alles, was ich gesagt habe, als ich mich nicht erinnern konnte, ist verfallen. Das ist nicht wahr. Das ist sowas von unfair. Du hast gesagt, ich krieg meinen eigenen Fernseher. Und jetzt? Jetzt kannst du dich auf einmal nicht mehr dran erinnern, aha. Claudia, Schatz, du bleibst bitte ganz, ganz ruhig. Lass dich von den Kindern bitte nicht ärgern. Ich werde mich darum kümmern. Gleich haben wir wieder Bild. Das ist total unfair und gemein, Mama. Weil du kannst nicht immer irgendwas behaupten und dann sagen, dass es nicht so ist. Ich kann mich daran erinnern, glaube ich. Ich wünsche, du hättest dein Gedächtnis niemals wiederbekommen. Oh, ich glaube, das hätte Emma nicht sagen sollen. Das gibt mächtig viel Ärger. Aber diesmal bekomme ich nicht den Ärger. Ja, und so meine ich das, weil ich habe davon gar nichts. Ich meine, Julian und Hannah und so. Und was ist mit mir? Ich habe das doch gerade schon erklärt, Emma. Alles, was ich zu Zeiten meiner Amnesie gesagt habe, ist überhaupt nicht wahr gewesen. Wieso denn? Was haben denn Julian und Hannah bekommen? Ich meine, Hannah, die ist doch oben. Nee, sorry, Mama. Also, du hast Hannah erlaubt, doch zu Pia zu gehen. Die wohnt da jetzt für ein paar Tage. Die wollen wohl eine WG oder so machen. Wohngemeinschaft, warum auch immer. Also, das ist wohl das Experiment die nächsten Tage. Bitte was? Sowas habe ich erlaubt? Ich kann mich überhaupt nicht dran erinnern. Habe ich das wirklich gesagt? Och Mann, Kinder, ihr führt mich an der Nase rum. Und der Fernseher läuft schon wieder. Oh, die Ding-Dongs. Immer noch in den Charts? Seit Jahren habe ich das Gefühl. Naja, soll Hannah das machen mit der WG? Ich meine, sie wird ja bald wiederkommen, hoffe ich. Oh, was habe ich denen nur alles erlaubt? Ich weiß es einfach nicht mehr. Also, ich bin total geladen. Ich bin sowas von wütend und ich gehe jetzt in mein Zimmer. Oh, also Emma ist ja richtig mies drauf. Schlecht gefrühstückt wahrscheinlich auch noch. Ich gehe jetzt erstmal in den Pool. Ich brauche eine Abkühlung. Julian, in den Pool? Aber da ist doch kein Wasser drin. Wie, was? Nee, also da sind doch die Orbisperlen drin. Das meine ich. Die sind da auch nicht mehr drin. Das weiß ich doch. Also, er wird schon selber gleich merken. Egal. Ganz genau, mein Schatz. Das ist doch sowas von egal. Du solltest dich entspannen. Darum geht es heute nur. Danke, Martin. Danke, dass du mich immer wieder darauf hinweist. Und du stehst mir leider im Bild. Also, ein bisschen zur Seite treten. Danke. So, hier kommt jetzt Julian mit einem Superkörper, aber ohne Kopfschmerzen danach. Oh, toll. Da liegen ja keine Miesperlen mehr drin. Oh, was ist das denn? Das ist ja ein Riesenspielzeug. Also, Leute, ich glaube, hier liegt ein Krokodil im Pool, ja! Oh, Mann! Ja, wer es glaubt, wird selig. Ich glaub gar nichts. Julian will nur Aufmerksamkeit haben. Ich will keine mehr. Ich gehe zu meinem Zimmer und schmolle. Du, Papa, ob du mir es glaubst oder nicht? Also, bei uns im Pool, da wohnt jetzt ein Krokodil. Wirklich, das ist echt. Julian, bitte, also ich habe jetzt echt keine Lust auf deine Späße. Wir gucken hier Fernsehen, unsere Serie. Deine Mama ist schön am Entspannen und ich auch. Also, lass uns bitte in Ruhe. Eins muss ich euch mal jetzt sagen, Papa, was seid ihr eigentlich für Eltern, ne? Was, wenn ich jetzt in diesen Pool springe und von diesem Krokodil gefressen werde? Hä? Wollt ihr das? Ich kann es immer noch nicht sagen, ist das jetzt ein echtes Krokodil oder nicht? Hallo, du da. Der bewegt sich auch nicht. Oh, natürlich, Julian, warum bist du nicht schon früher draufgekommen? Ich weiß schon, wie ich den zum Bewegen bringe oder so und gucke, ob der am Leben ist. Krokodilchen, hallo, na, hast du ein bisschen Hunger? Ich habe hier Schinken mitgebracht. Der gehört eigentlich Papa, aber der ist heute für dich. Na los. Also ich glaube, das ist tatsächlich so ein Gummitier oder so. So eine Schwimmhilfe wahrscheinlich. Aber wer hat den denn da reingetan? Das wäre auch, glaube ich, ein bisschen zu verrückt gewesen, wenn hier bei uns in der Luxusvilla im Pool ein Krokodil gewesen wäre. Aber irgendwie schon cool.
Naja, definitiv ein Gummitier, aber kann ja jetzt auch nicht drauf, weil kein Wasser und so. Ach Mensch, blöd. Oh, und irgendwie stinkt auch dieser Schinken. Wie kann den Papa nur jedes Mal essen? Naja, ich zieh mich danach auch, glaube ich, wieder um. Oh, und jetzt noch ein anderer Geruch. Das ist schon wieder der Schinken. Riecht irgendwie nach Mundgeruch, aber ganz heftig. Nee, was? Hallo? Was denn dahinter? Ich spüre noch einen Atem. Emma, das ist nicht witzig. Hm? Ah, du bist ja doch echt. Oh, bitte friss mich nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ich bin gar nicht so lecker. Hier hast du Papa Schinken. Oh, oh, oh. Das war ja mal akrobatisch. Er hat das einfach in der Luft gefangen. Super. Dann könntest du bitte aufhören, so rumzuschreien. Ich verstehe hier kein Wort von der Sendung. Also bitte. Oh, ja, ist ja gut, Mama. Entschuldigung, ich bin ab sofort ruhig. Ich wollte nur nicht von einem Krokodil gefressen werden. Entschuldigung. Na, du hast ja mächtig Hunger. Aber wie ist das Krokodil denn in unser Pool gekommen? Also, das verstehe ich immer noch nicht. Und die andere Frage wäre auch noch, wie kommst du da eigentlich raus? Also, bei mir im Zimmer ist eigentlich kein Platz. Wobei, ein Krokodil als Haustier wäre auch nicht schlecht, aber ein bisschen zu groß. Huhu, ist jemand zu Hause? Ding Dong. Jetzt hat es auch noch geklingelt. Hier hat man, glaube ich, nie Ruhe. Claudia, erzählst du mir bitte, was passiert ist gleich? Oh, ich wusste gar nicht, dass wir schon Karneval haben. Ist schon Rosenmontag oder wer seid ihr? Nein, nein, guter Witz. Das ist unsere Arbeitskleidung. Wir arbeiten im Zoo von Playmobil City und sind auf der Suche nach einem Krokodil. Eins gesehen zufällig, ist uns leider ausgebüxt. Oh Mann, spitzenmäßig. Das sind doch die Zoo-Mitarbeiter, oder nicht? Die sind bestimmt auf der Suche nach dem Krokodil. Sie sind ja witzig. Und Sie fragen jetzt von Tür zu Tür. Naja, gut, okay, dann machen Sie mal. Nee, hier ist kein Krokodil. Ich glaube, das hätte ich mitbekommen. Nun gut, ja, dann lass uns wieder gehen. Ich habe gehört, es sollte eigentlich hier irgendwo in Playmobil City im Luxusviertel sein, aber naja, dann wohl nicht. Hey, hier, hallo. Also ich habe ein Krokodil gesehen, ich schwör's, hoch und eilig. Ach ja? Da bin ich ja mal gespannt auf die Geschichte. Hast du dir das sicher nicht eingebildet? Ach Julian, Junge, du brauchst jetzt auch nicht hier die Zoo-Mitarbeiter zu veräppeln oder so. Hier ist doch kein Krokodil, also ich bitte dich. Aber sowas von Papa, darauf könnte ich wetten. Hätte ich jetzt 100 Euro, würde ich darauf wetten, aber ich habe leider keine 100 Euro. Hast du vielleicht was? Kannst du mir was leihen? Ach Julian, jetzt hör doch auf zu... Wow, wir haben ein Krokodil hier bei uns. Oh Mann. Also Papa, bitte. Also warum hast du mir denn nicht geglaubt? Also zumindest ist es bei diesem Mal. So, bitteschön. Ach, da ist sie ja, die Bertha. Mann, oh Mann, wie kommst du denn hier rein? Was ist der für ein Name? Ach, wir werden uns schon um sie kümmern. So, Bertha, jetzt kurz stillhalten, nicht mit der Wimper zucken. Hey, halt, stopp. Sie können doch nicht einfach so auf das Krokodil schießen. Vielleicht wollte das bei mir auch einziehen. Hallo, das geht nicht. Keine Sorge, Junge. Das sind nur Betäubungspfeile, damit das Krokodil schön einschläft. Ansonsten kriegen wir das hier bestimmt nicht weg. Nun gut, ich hoffe, du hast echt gut gefrühstückt, weil jetzt müssen wir dieses Krokodil irgendwie aus diesem Pool kriegen. Ich habe keine Ahnung, wie viel Bertha wiegt. Julian, mein Junge, also es tut mir leid, dass ich dir nicht geglaubt habe, aber ein Krokodil bei uns in der Luxusvilla hier in Playmobil City, also das habe ich ja noch nie erlebt. So, unsere Arbeit ist jetzt getan. Du kannst echt froh sein, Junge, dass du nicht gefuttert wurdest. Ich meine, Bertha hat immer Hunger. Und naja, mit so einem Weibchen und den Krokodilkindern sollte man sich wirklich nicht anlegen. Wie, Bertha hat noch Kinder? Habe ich nicht gesehen. Und sind die so groß wie Bertha selbst? Das wäre schon ziemlich heftig. Julian, ich muss dir unbedingt was zeigen. Ich habe zwei neue so Puppen, aber die leben und die haben spitze Zähne und sind grün und glibberig. Wie bitte? Spitze Zähne und grün? Naja, das klingt aber nach einem Verdacht, oder? Schaut euch das mal an, die sind total cool. Ich hab sie Sam und Slinky getauft. Die sind doch echt der Wahnsinn, oder? Ach, Emma, Schatz, bist du denn jetzt total verrückt geworden? Geht's dir denn gut? Oh, das sind kleine Krokodile, ja. Also, Junge, ich hab keine Ahnung, wie du das gemacht hast. Aber du kannst wirklich froh sein, dass Bertha dich nicht angegriffen hat. Sie scheint ja ganz gutmütig zu sein bei dir. Naja, jetzt schläft sie auf jeden Fall tief und fest. Wir müssen schnell zurück in den Zoo. Oh, Backe, das ist ja wirklich ein riesiges Krokodil. Aber schläft das? Oh, Mann. Das kann auch ruhig in mein Bettchen kommen. Das scheint unbequem zu sein. Das wäre der absolute Wahnsinn gewesen, hätte ich Sam und Slinky behalten können, weil irgendwann wären die auch so groß geworden. Und dann hätte ich gesagt, wer nicht meine Wünsche erfüllt, der wird von Sam und Slinky gebissen. Ah, kein Problem. Also sie hat von mir auch ein bisschen Futter bekommen, Schinken. Ich hoffe, das spricht jetzt nicht gegen ihre Diät oder so, falls sie auf Diät ist. Also gut, vielen Dank nochmal. Wir müssen es auf den Weg machen. Bertha muss ja jetzt gleich auch aufwachen. Also schnell. Martin, Kinder, was war denn da eben gerade los? Ich meine, die Serie ist jetzt vorbei, aber ich habe da irgendwas im Hintergrund mitbekommen. Was? Alter? Ich habe da nichts mitbekommen, Mama. Keine Ahnung, ich habe nichts gehört. Claudia, Schatz, hat sich jemand an der Tür geirrt. Martin, das ist wirklich ein richtig krasser Schritt für mich. Ich weiß nicht, ob ich das machen sollte. Oh Mann, ich krieg richtig Bammel davor. Schatz, ganz ruhig. Wie oft haben wir das besprochen? Bestimmt schon 100 Mal bis heute. Das ziehen wir durch. Du machst jetzt keinen Rückzieher. Ich bin stolz auf dich, mein Schatz. Oh, Martin, das ist wirklich nett, aber was werden wohl die Kinder davon halten? Vor allem Julian, der wird richtig Ärger machen, glaube ich.
Oh nein, das war ja wieder mal klar. Hier wird wieder eine Entscheidung im Haus gemacht und Julian wird nicht gefragt, weil es wahrscheinlich wieder um mich geht. Das gibt's doch nicht. Ich will keine Veränderung. Hanna, was war... Julian, warum hast du Hannas Klamotten an? Hey, psch, das darfst du nicht weiter sagen. Das bleibt hier unter uns. Ja, meine Sachen sind auf der Heizung, weil, naja, ist ja auch egal. Ich habe ein bisschen gekleckert und musste das waschen. Ich muss dir was erzählen. Also, ich bin wirklich ziemlich überfordert damit. Machen wir das jetzt wirklich? Ziehen wir das durch? Ich meine, jetzt ernsthaft? Schatz, aber natürlich ziehen wir das durch. Oder besser gesagt, du ziehst das durch. Oh, das wird fabelhaft. In der ersten Zeit kann ich dir natürlich da aushelfen. Vielleicht auch die Kinder. Wer weiß. Emma, ich sag dir, hier stehen schon wieder ganz, ganz große Veränderungen bevor. Ich sag's dir und es geht mal wieder um mich, Julian. Ja, der Star, ich weiß. Aha, und erstmal, Julian, ich kann dich überhaupt nicht ernst nehmen, wenn du Hannas Pferdet-T-Shirt anhast. Und zweitens, du denkst doch nicht wirklich, dass du hier der Star bist. Hallo, was ist mit mir? Tja, darüber lässt sich diskutieren. Aber hey, stehen geblieben. Ja, warte, ich zieh mich um, dann komme ich zu dir ins Zimmer. Warte. So, Emma, jetzt kannst du mich eigentlich wieder ernst nehmen. Ich habe das Gefühl, die wollen mich hier wegschicken. Hm, wahrscheinlich auf eine andere Schule. Ja, darum geht's. Und sie haben natürlich nicht wieder ihren Sohn gefragt, Julian. Aber Julian, jetzt fang doch nicht an zu weinen, Mann. Brauchst du ein Taschentuch? Beruhig dich doch, so schlimm wird's nicht sein. Oh doch, es wird super schlimm, sage ich dir. Wer weiß, wo ich dann lande. Oh, vielleicht im Playmobil Country, aber das darf ja keiner wissen. Na gut, also wir machen das. Oder doch nicht? Frau Vogel, wir sind jetzt wirklich alles durchgegangen. Es ist wirklich alles tipptopp mit Ihren Finanzen. Das können wir machen. Sie müssen jetzt nur noch eine Unterschrift hier drunter setzen. Der Vertrag ist soweit schon vorbereitet. Alles auch mit dem Anwalt geklärt. Also bitte, ich bitte Sie, ich habe auch nicht mehr so viel Zeit. Und was ist mit meiner Provision? Na gut, nochmal von vorne, wie das Ganze abläuft. Ich nehme diesen Stift, unterschreibe und dann gehört der Laden mir? Schatz, mach es doch jetzt einfach, bitte, los. Ach, ich bin so stolz auf dich. Ja, gut, ich unterschreibe. Nimm den Stift. Mann, bin ich am Zittern. Tja, dann war's das wohl. Meine Unterschrift ist drunter. Martin, ich hab's wirklich gemacht. Ich habe unterschrieben. Mit diesem Stift habe ich meinen Namen auf das Blatt Papier gesetzt. Wahnsinn, wow. Was, du hast es wirklich gemacht? Aber wie wär's, wenn du erstmal mit mir darüber redest? Oh, ich möchte vielleicht gar nicht weg. Oh, Schatz, Glückwunsch, Glückwunsch. Martin, ich hab's wirklich Julia, gemacht. Was erzählst du denn da? Es geht mal nicht um dich. Ja, dann würde ich mal sagen, herzlichen Glückwunsch, Vielen Frau Dank. Claudia Vogel. Sie sind jetzt stolze Besitzerin eines eigenen Ladens. Die Schlüssel bricht am Morgen früh vorbei. Ich kann es kaum glauben. Ich bin jetzt nicht nur Claudia Vogel, Mutter und Hausfrau, ich bin auch noch Kaffeebesitzerin hier in Playmobil City. Wow, ein Traum wird wahr. Also heute ist wirklich ein ganz, ganz besonderer Tag. Julian, hol bitte sofort deine Schwester, wir haben was zu besprechen. Was? Sie sagt doch, das ist ein besonderer Tag, dass sie ihren Sohn einfach so wegschickt. Was für eine Mutter bist du nur? Eine Rabenmutter, würde ich da sagen. So, ich sag's jetzt mal für alle. Ich werde hier nicht ausziehen, damit das klar ist. Ich gehe auch nicht auf eine andere Schule. Das möchte ich nicht. Wenn Julian dann auf diese Privatschule geht oder wo auch immer hin, kriege ich dann sein Zimmer? Kinder, es geht heute mal nicht um euch, sondern heute geht es um eure Mama. Ja. Was? Ich muss mit Mama wegziehen? Och nö, Papa, das finde ich jetzt nicht so in Ordnung. Dann will sie immer mein Tablet haben und irgendwelche Kochshows und irgendwelche anderen Sachen sehen. Julian, wovon redest du? Darum geht's doch überhaupt nicht. Ich habe einen eigenen Laden. Ich habe ein Café. Ich werde es eröffnen, hier in Playmobil City. Mama, das ist ja ganz große Klasse. Aber Kaffee, gibt's da nur Kaffee oder gibt's da auch Kakao? Oh, was? Mama hat einen eigenen Laden? Okay, da hätte man mich nicht fragen sollen. Oh Mann, nein, Emma, ich glaube, da gibt's auch Donuts und sowas. Alles gibt's da, glaube ich. Mhm. Ja, so sieht's aus. Ja, Emma, es gibt da auch Kakao und es gibt Donuts, Muffins, Cupcakes, alles, was ihr euch nur so vorstellen könnt. Oh, herrlich. Hast du das gehört, Emma? Prima. Wir können also immer umsonst essen. Ja, ich und uns Feuchtwaffen. Mm, lecker. Oh, das wird toll. Kuchen. Super. Also Kinder, da wären wir. Das ist mein neuer Laden. Sieht schon nach einem Café von außen aus, aber naja, noch ist nichts drin. Der ist ganz, ganz neu, der Laden. Erst seit dieser Woche. Und weil es halt ein Neubau ist, bin ich auch die Erste, die da einziehen darf. Also es gab keine vorherige Besitzerin und das Café nenne ich Café Fun, weil es dann nur Spaß gibt. Oh Mama, klasse Name, Café Fun. Okay, ich dachte ja an Café Julian, aber dann wären wahrscheinlich Hanna und Emma wieder schlecht drauf. Wo ist eigentlich Hanna? Ach ja, die ist hier bei Pia, die kommt heute leider nicht. Oh, ich stelle mir das schon so toll vor. Jeden Tag nach der Kita komme ich hierher und sag einmal Hallo zu Mama oder vielleicht auch nicht. Und dann hole ich mir so einen ganzen Karton voller Donuts und die stopfe ich dann nämlich rein, ja. Martin, ich glaube, die Sache hat einen kleinen Haken. Der Laden hat noch gar keine Möbel, nichts, überhaupt nichts. Wie kriegen wir das denn hierher? Ach Schatz, mach dir doch keine Sorgen. Ich wäre nicht dein Mann, wenn ich das organisieren könnte. Ich habe da schon mit Onkel Stefan und so geredet. Der kennt da ein paar. Und die Möbel kommen dann die nächsten Tage an. Auch Kaffeeautomaten und sowas schon alles bestellt. Hey, Mama, ich hätte da eine super Idee für deinen Café. Wie wär's, wenn du hier so eine Skateboardrampe oder so aufbaust? Hm, das wäre doch super. Julian, das ist ein Café. Da werden keine Sportgeräte verkauft. Ja gut, okay. Dann halt Donuts. Ist auch in Ordnung.
Oh, das wird super. Wenn ich dann neue Mädels oder so kennenlerne, dann bringe ich die hier ins Café und sag hier, na, möchtest du umsonst einen Donut? Und oh, das wird sowas von klappen. Besonders bei mir. Boah, das ist ja... Leer. Hier ist ja gar nichts, Mama. Ich glaube, du wurdest veräppelt. Dieses Café ist gar kein Café. Das ist einfach nur ein Raum. Oder willst du hier Feuerlöscher kaufen oder verkaufen? Weil das ist das Einzige, was hier gibt. Wir könnten ja hier dieses Zeug, was aus dem Feuerlöscher kommt, einfach auf den Kuchen machen. So wie Schlagsahne oder so. Ja. Ich glaube, das ist giftig. Kindern, der Laden ist noch leer, aber bald nicht mehr. So wie ich das mit Papa abgesprochen habe, so sind hier aus. Bald ganz viele Möbel. Und dann kann es losgehen mit dem Kuchenverkauf. Das ist ja super, klasse. Und müssen wir dann eigentlich auch hier arbeiten, Mama? Oh, ja, darüber hatten wir auch noch geredet, Schatz. Wie machen wir das eigentlich? Also, könnte ein bisschen schwierig werden alleine für dich. Nein, Martin, und auch nicht die Kinder. Ich meine, es wird alles so weitergehen wie bisher. Okay, aber wie denn? Ich habe schon ein paar Stellenangebote geschrieben. Oh, okay. Vielleicht bewirbt sich ja jemand hier. Klasse. Oh, Mama, wusstest du das? Du hast ja auch noch so einen Balkon und so. Das wird ja klasse. Hier könnten wir sonst einen eigenen Pool oder so aufbauen. Oh, super. Und man kann hier schön auf die Straße gucken und die Leute dann nerven von hier oben. Ja, das werde ich machen. Ich werde sie rufen und mich verstecken hier immer hinter dem Schild. Julian, ich bin sowas von nervös. Kannst du mir irgendwie was sagen, was mich beruhigt? Heute ist der große Tag der Eröffnung und wie sehe ich aus? Mama, du siehst aus wie immer, nur mit anderen Klamotten. Mach dir keine Sorgen, das wird alles laufen. Wenn es Probleme gibt, schickst du ihn zu mir. Ich bin heute hier der Türsteher im Café fahren, okay? Wenn es Probleme gibt, schmeiß ich ihn raus. Oh Mann, ist das hier voll. So viele Menschen. Sie wollen alle den Kuchen essen von dir. Ganz Playmobil City ist da, außer Familie Schnöse. Die sind zum Glück nicht da. Ja, Emma, du hast recht. Es sind so viele Leute hier. Freunde, Bekannte, Unbekannte. Einfach irgendwelche Fußgänger, die vorbeigekommen sind. Ich weiß nicht, ob ich genug Kuchen da habe für alle. Ja, dann schaue ich mich mal um. Oh, das Ehepaar Chillig ist auch da. Herzlich willkommen hier im Café Fun. Na, kann ich Ihnen schon was anbieten? Ach, Frau Vogel, ich sage Ihnen, so ein Café hat hier gefehlt bei uns in der Stadt. Gut, ein Einkaufszentrum haben wir. Aber ich habe das Gefühl, das sind nur die jungen Leute und Lehrer wollen die da nicht mehr haben. Ja, das ist alles prima hier. Wow, was für ein toller Laden. Frau Vogel, haben Sie auch was für Schwangere? Ich meine, ein bisschen Zucker reduziert und naja, ich muss auch ein bisschen auf meine Linie achten. Aber selbstverständlich doch, wir haben nicht nur ganz viel Süßkram hier, wir haben auch Sachen, die ein bisschen gesünder sind. Ein Fit-Tea zum Beispiel oder wir haben auch Vollkornbrot, alles sowas. Einfach bei Martin fragen. Also ich sag Ihnen, ich wurde hier aus jedem Laden hier in Playmobil City geschmissen, aber dieses Café scheint doch sehr, sehr nett zu sein. Ja, also ich muss sagen, mir gefällt es hier auch sehr, sehr gut. Schönes neues Café hier in Playmobil City. Na, da hat sich Claudia aber richtig entschieden mit diesem Café. Ah, wird auch mal Zeit wieder nach ganz, ganz langer Zeit in den Job reinzukommen für Claudia. Sehr schön. Hey, du, Mia, sag mal, denkst du, wir bekommen hier irgendwas umsonst im Café? Weil der Laden gehört ja Julians Mama, hä? Das will ich doch hoffen. Ich meine, wenn es nicht so ist, kriegt Julian jede Menge Ärger von mir. Das stimmt. Oh, Hallöchen, Leute. Super, dass ihr gekommen seid. Toll, toll, freut mich. Herzlich willkommen hier im Café Fun. Gehört zwar nicht mir, aber meiner Mama. Ja, 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 Julian, ist ja gut. Wie sieht das eigentlich aus? Kriegen wir hier was umsonst oder nicht? Ja, ich hätte wirklich gern was probiert. Aber natürlich, wer wäre ich denn, wenn ich euch hier nicht was umsonst geben könnte? Ich glaube aber nur heute. Naja, komm mal mit. Also ich bin wirklich sowas von begeistert, Emma. Deine Mama hat einen ganz, ganz tollen Laden. Vielleicht machen wir ja auch mal einen Kita-Ausflug hierher, hm? Das halte ich für keine gute Idee, Brigitte, weil dann muss ich den ganzen Kindern außer Kita Donuts ausgeben und das mache ich nicht. Nö, mache ich nicht. Aber du, Emma, also, wir können uns doch bestimmt jetzt Donuts holen, oder? Na klar, oh, was meinst du, warum du hier bist? Schön, auf geht's. Mission Donut kann starten. Also ich sagte, also normalerweise mag ich diesen Julian ja gar nicht und so, aber ich finde dieses Café ganz cool. Ich habe gehört, dass das seiner Mutter gehört, aber ich denke, hier und da werde ich bestimmt hier in diesem Café sein, wenn sie mich nicht rausschmeißt oder mir Hausverbot gibt. Hey Papa, was ich noch sagen wollte, das Café ist richtig super. Das hat sich total gelohnt, aus Playmobil Country hierher zu kommen. Oh ja, mein Schatz, da gebe ich dir recht, weil bei uns in Playmobil Country haben wir leider nur immer Bioprodukte und naja, ich mag auch ein bisschen Zucker drinne. Also nochmal, herzlich willkommen hier im Café Fun. Ich bin die Besitzerin Claudia Vogel und das ist, mein erster eigener Laden. Heute ist alles umsonst hier, aber nur heute, sonst muss dafür gezahlt werden. Hallöchen, liebe Leute, ja, herzlich willkommen hier im Café Fun. Gehört meiner Tochter Claudia Vogel, habe ich das schon erzählt? Ja, ja, liebster Bürger, das haben Sie jetzt, glaube ich, schon zum 10. Mal hier in der Runde erzählt. Ja, der Laden gehört Ihrer Tochter. Schön, sehr schön, Sie sind stolz, merke ich. Hallöchen, Sie hier vorne. Wussten Sie, dass der Laden meiner Tochter gehört? Ja, meiner Tochter, Claudia Vogel. Ich bin der Papa. Ja, liebster Herr, das haben Sie bereits gesagt. Sie scheinen ja wirklich mächtig stolz zu sein auf Ihre Tochter. Hallöchen, Sie da vorne. Na, wissen Sie, ich muss Ihnen was ganz, ganz Dringendes erzählen. Der Laden hier gehört meiner Tochter. Ja, meiner Tochter, Claudia Vogel. Und ich bin der Vater. Können Sie mich jetzt mal bitte in Ruhe lassen? Ich möchte hier in Ruhe mein Cupcake essen. Sie sind jetzt schon das fünfte Mal hier. Ich möchte jetzt einfach mal...
Eieieiei. Ich habe zu wenig Wechselgeld bekommen. 50 Cent fehlen mir. Also dann müssen Sie noch mal genauer gucken. Ah ja, natürlich, da haben Sie recht. Oh, das mit der Kasse kriege ich gar nicht hin. Ich hoffe, irgendwelche Mitarbeiter bewerben sich mal so langsam bei Claudia, weil ich bekomme das hier definitiv nicht hin. Mali, guck mal da oben, da ist unser Ziel, guck mal. Boah, das ist ein Blaubeer-Donut, den müssen wir uns schnappen, lecker. Hey, Emma, Malik, nee, der Donut ist für diesen Gast hier und der ist heute irgendwie gar nicht gut drauf. Ich habe das mit dem Wechselgeld schon nicht hinbekommen und wenn der Donut jetzt weg ist, dann kriege ich hier mächtig Ärger. Also, bitte, Finger weg. Oh, schade, was ist denn mit uns? Wir sind hier die Kleidung, wir kriegen gar nichts. Und, ist hier alles hier oben soweit in Ordnung? Kann ich aber natürlich, hier ist alles soweit gut. Mein Kaffee schmeckt wirklich exzellent. Und naja, Sie haben auch heute ein bisschen Glück mit dem schönen Wetter, oder? Ich werde Ihren Laden im Playmobil Country jedem weiterempfehlen, sage ich Ihnen. Wirklich fantastisch hier. Das ist wirklich freundlich von Ihnen. Sie können mich gerne weiterempfehlen. Oh Mann, diese Eröffnung, die läuft wirklich super. Am ersten Tag schon direkt. Martin, ist soweit hier unten alles in Ordnung oder brauchst du irgendwie Hilfe? Also in Ordnung ist schon alles, aber das mit der Kasse, das kriege ich nicht lange hin, Schatz. Also bitte, ne? Also nochmal, es freut mich, dass alle so zahlreich hier erschienen sind. Und falls noch jemand eine Anstellung sucht, der kann sich hier gerne bei mir im Café bewerben. Also, Mama Vogel, kann ich hier vielleicht arbeiten, weil dann bekomme ich immer schöne Cupcakes umsonst. Malik, ich glaube, du bist zu jung dafür und zu klein. Du kannst ja nicht mal die Kasse anfassen. Schade, ich wollte nur helfen, weil ich hätte die ganzen Donuts essen können. Was siehst du? Und ich frage auch noch mal direkt hier draußen nach. Wenn noch jemand einen Job sucht, dann kann der sich oder die sich gerne bei mir hier im Laden bewerben. Ich suche jede helfende Hand. Hey, pst, Mama, also könnte ich vielleicht hier arbeiten, weil dann würde ich was umsonst bekommen. Ich muss auch nicht mehr zur Schule. Guter Tipp, Julian. Was denn? Nur ab 16 Jahren. Oh, danke. Am besten eher doch ab 18. Also Leute, ich habe mit meiner Mama gesprochen und ihr bekommt hier immer was umsonst. Ja. Oh Mann, das muss ich, glaube ich, von meinem Taschengeld da bezahlen. Super, Julian, endlich. Da kommen wir jeden Tag hier in den Laden und da kannst du jeden Tag uns Donuts geben. Und jetzt wünsche ich allen Besuchern noch einen schönen Tag hier im Café Fun und auf eine tolle Zeit hier bei mir. Das wird richtig super. Oh Mann, wann wollen die denn jetzt mal endlich los? Die ganze Zeit sagen sie schon, ich muss einkaufen, ich muss dies machen für Mamas neuen Laden. Aber nein, die wollen anscheinend wirklich nicht weg hier. Müssen sie aber. Oh Mann, dieser Einkaufskorb ist echt cool. Der passt auch total gut zu meinem Pinguinstrampler. Mama, kann ich die ganze Zeit da drin bleiben? Dann könnt ihr mal gucken, ob die Kassiererin mich dann auch über diesen Scanner ziehen kann. Mal sehen, wie viel ich koste. Ja, Emma, das machen wir. Wir müssen uns allerdings ein bisschen ranhalten, ein bisschen beeilen. Weil es gibt ja eine neue Mitarbeiterin im Laden und die muss ich auch noch anleiten. Und wo ist Julian? Ich kümmere mich drum. Julian! Julian, jetzt komm schon! Also, mir geht's nicht so gut. Ich glaube, ich bleibe zu Hause. In einer halben Stunde sollte es mir besser gehen, wenn ihr wieder da seid, ja. Du hast es gehört, Schatz. Julian scheint ein bisschen krank zu sein. Wir können jetzt so langsam los. Oh Mann, das war ja ziemlich einfach. Oh, einfach so Papa veräppelt. Julian, du weißt, dass du gerade laut gedacht hast, wie du hast den Papa veräppelt. Was meinst du denn jetzt damit? Oh, ja, nein, hab ich nicht. Papa, ich bin krank. Ja, das hab ich gesagt. Papa ist der Beste. Oh Mann, das war ziemlich knapp, weil sonst hätte Papa noch was von der Umzugsaktion heute mitbekommen. Aber psch, ich muss leise sein. Naja, gut, Julian, Schatz, wir können dann jetzt so langsam los. Der Julian, der führt hier Selbstgespräche irgendwie. Genauso wie du, Martin, aber können wir jetzt bitte endlich mal los? Ich muss noch einige Besorgungen machen für den Laden. Okay, nun ist es soweit. Wir haben hier jemand Neues bei uns in der Familie, aber wo soll der denn? Der muss ja hier in Hannas Zimmer, aber so wird das nichts. Also Steve wird hier ganz bestimmt nicht wohnen wollen. Also da müssen einige Sachen hier raus. Das ist ein bisschen zu mädchenhaft hier. Steve? Ja, du kannst jetzt kommen. Ist alles vorbereitet. Natürlich. Ja, die Leute von diesem Möbelgeschäft kommen auch später. Habe ich alles schon geklärt. Oh, ja, aber es ist noch gar nichts vorbereitet. Ich muss mich auf jeden Fall beeilen, weil so wird Steve bestimmt nicht hier bei uns einziehen wollen. Mm-mm. Also den Tisch hier, den brauchen wir hier sowas von gar nicht. Auch die ganzen anderen Sachen von Hannah brauchen wir nicht. Oh, sie hat hier ihre Tasche vergessen. Wie geht sie eigentlich momentan zur Schule? Frage ich mich an dieser Stelle. Der Schreibtisch kann auch weg und Hannah hat natürlich auch ihr Handy vergessen. Also was ist denn los mit ihr? Warum hat sie denn alles hier bei sich im Zimmer vergessen? Okay, Pia, du kannst natürlich hier im Zimmer bleiben, aber das Regal da, das muss weg. Und das Bett, aber das bekomme ich hier nicht raus. Oh, klasse, das wird Steve gar nicht gefallen. Das kann ich auch nicht auseinanderbauen. Die anderen Sachen sind jetzt in der Garage, aber das Ding, oh Mann. Hey Steve, herzlich willkommen hier in der Luxusvilla. Ja, Julian, ich kenne doch euer Zuhause. Oder sollte ich es eher sagen, mein Zuhause. Ja, du kannst gerne sagen, dein Zuhause, aber Steve, es weiß doch keiner Bescheid, damit du Bescheid weißt, ne? Das wird eine schöne Überraschung. Die haben hier einen neuen Sohn, und zwar Steve Vogel. Ja, ich weiß, meine Eltern wissen auch Bescheid, dass ich eine Woche jetzt zu euch gehöre in der Familie, weil Hannah ja nicht da ist.
Ja, genau, gutes Thema. Hannah ist ein gutes Stichwort. Also, das mit dem Bett, ich weiß nicht, ob das klappt. Julian, ist das dein Ernst? Ich dachte, das Zimmer ist frei und ich kann all meine Möbel von zu Hause mitnehmen. Die sind gleich schon da, die von dieser Möbelpacker. Das kann doch nicht sein, Julian. Ich will nicht in diesem Prinzessin-Zimmer schlafen. Oh, das war ja klar, Julian. Ich kann nicht in diesem Bett schlafen. Also, schön ist das nicht. Schau dir das mal an, so pink und so schön und so blut. Nein, Julian, ich kann hier nicht schlafen, das geht so nicht. Ich glaube, ich muss mir ein anderes Zimmer für diese Woche suchen, weil ich habe mein Zimmer jetzt auch an jemand anderen vergeben aus der Parallelklasse. Stopp. Es kommt doch gleich die Möbelpacker, oder nicht? Ja, da hast du recht. Worauf willst du hinaus, Julian? Ah, ich hätte da so eine Idee. Ich habe noch ein bisschen Geld in meinem Sparschwein und naja, das können wir denen ja geben. Vielleicht packen sie das Bett dann auch raus. Also, wir sind doch hier richtig bei Familie Vogel. Hier soll noch das neue Kinderzimmer hin, aber irgendwie habe ich das Gefühl... Wo sind denn eigentlich eure Eltern? Also eigentlich machen wir das ja nicht, weil ihr seid ja nur Kinder und wie wollt ihr uns jetzt hier einen Auftrag erteilen? Also tut mir leid, so können wir das natürlich nicht machen. Nicht möglich. Oh nein, also wir hätten da eine Idee. Also wir würden euch dafür gleich auch 50 Euro in die Hand geben, wenn ihr jetzt mein Bett auch noch hinpackt. Also dieses andere Bett dann auch woanders in die Garage packt. Na das hättet ihr doch gleich sagen können. 50 Euro, bar auf die Hand, das machen wir. Auf geht's, Manni. Ja, das wäre super. Oh, super, klasse. Oh, Mann, Steve, du wirst ein Familienvogelmitglied. Für eine Woche. So, Julian, dann erzähl mal, wie sind denn so die Vogelkinder drauf? Also, alle sind doch nicht so wie du, oder? Also, Steve, ich sag dir, eins ist nur wichtig. Sei nicht so wie Hannah diese Woche. Also, die kommt ja nächste Woche wieder und das wird Bestrafung pur für mich. Alles klar, also nicht so wie Hannah sein. Das heißt, nicht auf Pferde stehen, keine Prinzessin sein. Wobei, ich bin gerne eine Prinzessin. Okay, das war nur ein Witz. Ich krieg das schon hin. So, das wär's dann. Wo sind denn die 50 Euro? Das Zimmer ist nämlich fertig. Was? So schnell? Das waren ja 5 Minuten. Ja gut, ich hol's kurz aus meinem Sparschwein. Also, das war ja mal locker verdientes Geld, oder? Rucki zucki ging das. Normalerweise ist das ja im Preis enthalten, aber naja, Kinder kann man einfach übers Ohr hauen. Oh, super, Steve! Du bist jetzt offiziell hier bei uns in der Luxusvilla eingezogen. Oh, diese neue Mitarbeiterin, die kommt alleine, glaube ich, gar nicht klar. Ich muss sofort wieder zurück in den Laden, wenn ich hier alles eingeräumt habe vom Einkaufen. So, Herr Vogel, es ist dann jetzt alles auch bereit in dem neuen Kinderzimmer. Der junge Herr, ich glaube, Ihr Sohn hat uns auch schon ein bisschen Trinkgeld gegeben. Was? Wie bitte? Wer sind Sie? Und mein Sohn? Oh nein, Julian. Neues Zimmer. Oh nein! Wie was? Er hat ein neues Zimmer bekommen? Wie? Aber was ist mit mir? Mann, der kriegt sowas von Ärger. Julian! Vogel! Also, was... Was soll das? Hier sieht's doch... Emma, hier sieht's aber ganz normal aus, muss ich sagen. Ich verstehe das jetzt gerade nicht. Also, hier ist alles in Ordnung. Bei dir im Zimmer... Oh, was ist denn mit Hannas Zimmer? Weil Hannah ist ja nicht da. Oh, ich sag dir, Steve, ich werde ab sofort immer in deinem Zimmer chillen. Du hast hier ein Sofa und sogar dein Bett. Ja, das ist genau das gleiche Hochbett wie bei euch, aber ich habe hier so eine schöne Burg, weißt du, mit so Gittern und so. Das sieht auch ziemlich cool aus. Ich sag dir, dein Zimmer ist richtig cool geworden und Pia hat dich ja auch noch Platz gefunden. Das wird richtig toll. Und jetzt bleibst du so lange, bis Hannah wieder da ist. Und ich glaube, meine Eltern freuen sich auch, weil die hatten ja immer 3 Kinder. Und jetzt hatten sie nur 2, jetzt haben sie schon wieder 3. Das ist jetzt wieder normal. Julian Vogel, was hast du getan? Einen Gefallen? Ich habe einen Gefallen getan. Also, mehr eigentlich nicht. Ich habe euch geholfen, verstehst du? Damit ihr wieder 3 Kinder habt. Ach so, Überraschung. Steve ist jetzt Teil unserer Familie. Hallo, Herr Vogel. Also, ich bin der Steve. Also, Sie kennen mich. Und ich sollte vielleicht jetzt Papa sagen. Hallo, Papa. Sag mal, bist du jetzt total verrückt geworden, Julian? Was ist mit dem Zimmer deiner Schwester? Du kannst doch nicht einfach deine Schwester hier rausschmeißen. Also bitte, sie kommt doch in ein paar Tagen schon wieder. Das kann doch echt nicht wahr sein. Der Neue, der bekommt jetzt einfach das große Zimmer, aber ich wäre doch an der Reihe gewesen. Hallo? Was ist das nur für ein Lärm gerade gewesen? Und wo Steve? Was hast du aus Hannas Zimmer gemacht? Hallo, Frau Vogel. Also, ja, ich sollte Mama sagen. Hallo, Mama, ich bin dein neuer Sohn. Steve, ganz ruhig. Also, wir finden dich wirklich nett. Also, du bist ein ganz, ganz toller Junge. Aber unser Sohn bist du eigentlich nicht, das weißt du. Also, kann mir einer mal bitte erklären, was hier jetzt los ist? Ich verstehe gar nichts mehr. Oh, ja gut, ich erkläre es mal für alle. Ich wollte eigentlich allen nur was Gutes tun. Also, Steve bleibt jetzt für ein paar Tage bei uns, bis Hannah wieder da ist. Damit ihr wieder ein normales Leben habt. Also, ihr hattet ja immer 3 Kinder, ihr beiden, ne? Und jetzt habt ihr wieder 3 Kinder. Und deswegen haben wir Hannas Zimmer umgebaut. Und keine Sorge, all ihre Sachen sind in der Garage. Also, entspannt euch, ist doch alles super. Ja, alles normal, alles in bester Ordnung. Martin, kannst du dich bitte darum kümmern? Ich muss sofort in den Laden. Ja, Schatz, geh du nur in den Laden. Ich versuch's zumindest. Weißt du was? Das wird mir hier viel zu verrückt hier. Steve, weißt du was? Bis Sonntagabend kannst du gerne hierbleiben, weil dann kommt Hannah zurück und dann ist wieder hoffentlich alles normal hier. Oh Mann, Steve, hast du das gehört? Du bist jetzt Teil unserer Familie. Oh super, nämlich die Vogel.
Heißt das jetzt, ich habe noch einen großen Bruder und der ist bestimmt nicht ganz so nervig wie Julian, oder? Oder Steve? Hey, was soll das denn heißen? Ich bin nicht nervig und... Na egal, also ja, du hast ja zwei große Brüder. Bis Sonntag. Also du hast auch eine große Schwester, aber Hannah ist ja momentan nicht da. Ja, Emma, ich bin dein großer Bruder für ein paar Tage. Das heißt aber nicht, dass du mich jetzt die ganze Zeit nerven musst. Und ich muss doch bestimmt nicht mit Prinzessinnen spielen, oder? Na klar musst du das. Was glaubst du sonst, warum du hier bist? Irgendwas musst du auch für mich rausspringen. Bin mal gespannt, wie Steve sich so macht als mein neuer großer Bruder. Aber eins muss ich dir lassen. Dein Zimmer ist auf jeden Fall schon richtig klasse. Ja, stimmt, da hast du recht. Steve ist ziemlich cool. Danke, danke. Und Pia bleibt auf jeden Fall bei mir. Wird meine beste Freundin hier bei mir zu Hause. Damit bin ich also für ein paar Tage hier Mitglied bei Familie Vogel. Das wird bestimmt witzig. Oder auch nicht. Ach Simba, du hast wirklich ein schönes Leben hier bei uns, oder? Gefällt dir doch, oder? Und du wirst auch sicherlich Hunger haben. Wart mal ab, Mama kümmert sich um dich. Wo ist eigentlich Samira? Was war das denn? Hat Mama gerade gesagt, dass sie die Mama ist von der Katze? Ach, schau mal, Simba, was ich hier Leckeres für dich habe. Emma, du kommst gerade rechtzeitig, ich wollte die Katze füttern. Oh Mann, Simba, die sieht man ja auch nicht mehr häufig. Und Samira, naja, von der ist gar keine Rede mehr. Die treibt sich hier ganz schön rum in Playmobil City. Und du bist Mamas Kind, aha. Aber Emma, Simba ist doch nicht mein Kind. Das ist unsere gemeinsame Katze, unser Haustier. Naja, okay, weil ich Mama gesagt habe, aber naja, so meine ich das nicht. Oh doch, so meinst du das wohl. Das ist noch ein weiteres Kind. Du hast ein Haustier, ein eigenes und das gehört keinem anderen. Und Julian hat Steve. Na gut, Steve ist kein Haustier. Und Hannah hat Pia. Und wen hab ich? Ach, Emma, ich meine, das ist doch ein Familienhaustier. Simba und Samira, die gehören doch zu uns. Na gut, sie sind vielleicht ein bisschen mehr fixiert auf mich, aber naja, ich wollte eigentlich sowieso ins Tierheim eine Spende abgeben. Vielleicht können wir uns da mal umsehen. Oh, super, ich hole mir heute ein Haustier. Ich hole ein Haustier. Also ganz so würde ich das vielleicht nicht ausdrücken, aber wir schauen uns mal um, wie gesagt. Mal sehen, was die hier im Tierheim so für Tiere haben, hm? Boah, Mama, guck mal, die haben Hunde hier. Wow, so viele und so süße. Hallo. Und Papageien oder so haben die auch. Kakadus? Ich weiß nicht. Emma, hast du die gesehen? Die sehen wirklich witzig aus. Oh, sieh mal einer an, da sind ja Besucher oder sogar Interessenten. Na, dann will ich mich hier heute von der besten Seite zeigen. Und ihr, meine Jungs, ihr bleibt schön ruhig. Nicht hier rumbellen und ganz bestimmt nicht streiten. Hallo, du da, du weißt Bescheid, ne? Also, bleibt bitte lieb. Hallöchen, ja, herzlich willkommen hier im Tierheim von Playmobil City. Na, wie kann ich Ihnen helfen? Oh, Sie sind hier schon, ja, das ist sehr, sehr schön. Hallo, ja, wir wollten uns mal umsehen. Meine Tochter hätte gern ein Haustier. Ich bin da noch nicht so ganz überzeugt von. Naja, wir schauen erstmal. Mama, ich will so einen Hund haben. Die sind total toll. Ich glaube, die mögen mich auch. Vielleicht nehmen wir gleich zwei. Ein Hund? Emma, meinst du, das funktioniert mit den Katzen? Ich habe mal gehört, die verstehen sich nicht so gut. Also wir haben hier auch Hunde, die verstehen sich mit Katzen. Aber sonst hätte ich hier noch einen Kakadu. Ganz, ganz pflegeleicht. Mhm. Ja, vielleicht kein Kakadu. Ich glaube, das passt nicht so gut zu den Katzen. Ich bin auf jeden Fall auch hier wegen einer Spende. Hier, bitteschön. Damit können Sie vielleicht neue Tiere. Vielen Dank! Das ist aber sehr nett von Ihnen. Also in letzter Zeit kommen nicht so viele Leute vorbei und dann gleich so eine tolle Spende. Vielen, vielen Dank. Boah, Mama, ich glaube, ich habe mein absolutes Traumhaus hier gefunden. Guck dir den mal an, der ist ja riesig. Ist das ein Pony? Emma, vielleicht sollten wir uns ein bisschen von dem Gedanken verabschieden, jetzt hier ein Tier mitzunehmen. Ich meine, das muss man sich auch gut überlegen, hm? Also wenn die kleine Emma möchte, dann kann sie den Bruno hier auch an die Leine nehmen. Der ist ein ganz, ganz lieber, ein ganz feiner, Mama, hast du das gehört? Ich kann so einen riesigen Hund an die Leine nehmen. Darf ich? Das wäre toll. Sind Sie nicht der Meinung, dass der Hund vielleicht ein bisschen zu groß ist für meine Tochter? Ich meine, sie kann ihn doch gar nicht halten, oder? Ach, Papalapap, das kriege ich hin. Doch, ich meine, der Hund, der wird schon nicht so stark sein. Na, das ist meine richtige Einstellung, weil Hunde, die können das wittern, wenn du Angst hast. Deswegen sehr schön, meine Kleine. Okay, Bruno, du und ich, wir sind ein Team. Wenn du lieb bist, dann nehme ich dich auch mit nach Hause, hoffe ich. Also, ich weiß nicht, muss ich erst mit Mama absprechen. Okay, Emma, pass schön auf, ne? Und du erst, Bruno. Also, bitte sei lieb zu meiner Tochter. Oh, Emma, Bruno! Oh, das tut mir leid. Also, der Bruno, der hat anscheinend das Hundefutter entdeckt. Also, nein, Bruno, der ist ja sowas von verfressen, sage ich euch. Oh Mann, ich hätte niemals gedacht, dass ich fliegen kann. Aber jetzt weiß ich kann es, aber nur mit Bruno. Mann, oh Mann. Okay, Bruno, ich meine, ich kann dich wahrscheinlich nicht mitnehmen. Du bist ein bisschen zu groß und ich glaube, du magst auch keine Katzen. Kann das sein? Vielleicht ein andermal. Das sehe ich auch so. Bruno passt nicht ganz bei uns in die Luxusvilla. Aber naja, wir können uns ja nochmal Gedanken machen über ein Haustier. Ist ja noch nicht abgeschlossen, das Thema. Also wenn es dann kein Kakadu oder ein Hund werden soll, also werden noch Leguane hier. Nein, danke, schon gut. Wir machen uns wieder auf den Weg. Komm, Emma. Naja, gut. Wir können jetzt nicht irgendein Haustier mitnehmen. Ich meine, nein. Oh toll, ich gehe jetzt auf mein Zimmer. Emma, aber soll ich dir nicht noch einen schönen heißen Kakao machen? Du bist doch sicherlich durchgefroren.
Nein, Mama, du sollst mir gar nichts machen. Ich bin total sauer und auch traurig. Ich wollte ein Haustier und ich habe keins bekommen. Ach, herrje, das ist natürlich total schief gelaufen. Hätte ich bloß nicht die Idee mit dem Tierheim gehabt, naja. Oh Mann, ich wünschte, ihr wärt echt. Ich meine, ihr seid auch Tiere, aber viel zu kleine Tiere. Ich meine, seit wann sind Giraffen so mini? Die bist ja kleiner als ich. Oh, was ist hier denn los? Eigentlich wollte ich nach unten, aber Emma scheint ein bisschen traurig zu sein. Hey, Emma, was ist denn los? Also, ich weiß, Julian ist nicht immer so nett, was das angeht, aber ich hätte ein offenes Ohr für dich, Lukas 2. Boah, wo bleibt er denn schon wieder, Steve? Ich dachte, du wolltest sowas zu trinken holen. Wo bleibt hier jetzt meine Fanta? Julia, jetzt warte doch mal. Ich übernehme hier gerade deinen Job. Ich muss hier großen Bruder spielen. Also, beruhig dich. Jetzt erzähl mal, Emma. Also, ich hoffe nicht, dass ich irgendwas falsch gemacht habe, weil ich bin ja noch im Probezeit hier und ich bin ja auch eigentlich nur bis Sonntag da. Nein, du doch nicht. Es geht um ein Haustier. Ich hab keins und meine Tiere, die sind gar nicht echt. Aber Emma, das stimmt doch nicht. Die Tiere sind alle echt. Guck dir diesen Drachen an. Wow, der spuckt Feuer, ist das heiß. Oh, mein Finger war brannt. Wie, was? Echt? Wow, zeig mal her. Ach, du willst mich nur veräppeln. Der ist genauso wie vorher. Nein, nein. Emma, jetzt glaub mir mal. Als dein großer Bruder sag ich dir, du musst nur ganz fest dran glauben. Dann werden sie auch echt. Mhm, denn sie sind echt. Ernsthaft? Ich weiß ja nicht. Sie will mich bestimmt nur veräppeln. Der ist nicht anders als Julia. Der führt mich auch immer nur in der Nase rum. Oder bist du wirklich ein echter Drache? Naja, ein Versuch ist es ja wert. Ich schließe jetzt meine Augen und drehe mich um. Und wenn ich mich dann wieder umdrehe, dann bist du ein echter Drache. Wehe nicht. Ach Mann, wo probiere ich das überhaupt aus? Es wird niemals funktionieren. Es hat auch funktioniert. Wow, aber warum denn gleich so ein großer? Hallo, bist du lieb? Emma, kannst du mir mal erzählen, was du da machst? Weh, du gehst jetzt in mein Zimmer. Nur weil ich jetzt öfters bei Steve bin, heißt das nicht, dass du da rein darfst. Julian, ganz ehrlich, wir sind ja jetzt Geschwister für ein paar Tage. Mach dir keine Sorgen, ich kenne Emma schon echt gut. Die ist, glaube ich, mit ihren Stofftieren beschäftigt. Oh Mann, ich kann es kaum glauben, du bist ein echter Drache. Ich hoffe nicht, dass du Feuer spucken kannst und hier die ganze Bude abfackelst. Dann will ich doch nochmal eben nach Emma schauen. Ich meine, eine Tasse Kakao, ich denke, das wird sie aufmuntern. Hoffentlich ist sie nicht noch sauer auf mich. Oh, oh, komm sofort runter, das ist Julians Bett. Ich werde einen mordsmäßigen Ärger bekommen. Komm runter! Oh, oh, komm sofort aus Julians Zimmer! Emma, könnte ich mal wissen, mit wem du da redest? Keiner geht in mein Zimmer! Julian, kannst du das nicht persönlich mit deiner Schwester klären? Warum muss die hier rumschreien? Also, ich bitte um einen anderen Ton. Oh, oh, Mama ist im Anmarsch. Was mache ich denn jetzt mit dem Drachen? Hey, du, ach, du hast auch keinen Namen. Ich weiß nicht, wie du heißt. Komm sofort runter von dem Skateboard. Nachher machst du es kaputt. Du wiegst doch bestimmt eine Tonne. Emma, ist alles in Ordnung? Ich komme gleich zu dir. Ich muss sofort diesen Drachen verstecken, aber der ist so groß, wo soll ich ihn nur hin tun? Ich meine, und jetzt kraxelt der auch noch die Wand hier hoch. Oh, hätte ich bloß nicht mir gewünscht, dass es ein echter Drache ist. Vielleicht hätte ich mir ein kleineres Tier aussuchen sollen, wobei ich hätte noch eine Giraffe, die wäre wahrscheinlich auch nicht besser gewesen. Emma, ich habe eine Überraschung für dich. Ich komme jetzt. Schau mal, kannst du es vielleicht schon riechen? Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, los. Hau schnell ab, meine Mutter kommt, die darf dich nicht sehen. Du kannst doch fliegen, los, raus aus dem Fenster, los, los, los. Mann, dieser Drache, der rührt sich nicht von der Stelle. Los, du hast doch Flügel. Flieg, flieg. Emma, bist du noch sauer auf mich? Hier ein kleines Versöhnungsangebot. Du magst doch Kakao, oder nicht? Täusche ich mich da? Oh, prima, Mama. Ich freue mich total. Lecker, mein Lieblingsgetränk. Na, das habe ich doch gewusst. Lass es dir schmecken. Und ich bin aus dem Schneider. Ich glaube, sie ist nicht mehr sauer auf mich. Puh, gerade doch mal gut gegangen. Oh Mann, um eine Haaresbreite hätte Mama den Drachen gesehen. Und was dann wohl los gewesen wäre, ich weiß ja nicht. Aber ich frag mich, kommt der Drache jeweils wieder oder habe ich ihn jetzt verschreckt? Weil ich habe ihn ja aus meinem Zimmer geworfen. Und jetzt ist er weggeflogen. Komm zurück! Oh Mann, mir kommt so vor, als wenn ich das Café wirklich schon mehrere Jahre hätte. Dabei ist es doch erst seit dieser Woche, was hier schon alles los gewesen ist. Aber ich bin schon ganz gut dabei, glaube ich. Heute ist es mal ein bisschen ruhiger. Hallöchen, junge Dame. Darf ich Ihnen erzählen, dass dieses Café in dieser Laden meiner Tochter gehört? Und ich bin der Vater. Ein ganz, ganz stolzer Papa, sage ich. Ja, Papa, das weiß ich. Ich bin's, Claudia. Hast du mich nicht erkannt? Ach so, ja, natürlich. Du hast die Geschichte schon ganz Playmobil City erzählt. Ich habe doch schon von einigen Leuten gehört, dass du ganz, ganz stolz bist. Das freut mich. Oh ja, und bald beginnt meine Tour in Playmobil Country. Und da werde ich dann auch allen erzählen, dass meine Tochter hier das neue Café in Playmobil City hat. Könnte ich dann bitte ein White Latte Macchiato bekommen? Ich stehe auf dieses neue Zeug. Okay, bevor ich jetzt die Bestellung von meinem Vater mache, frage ich hier oben nochmal nach. Alles soweit in Ordnung? Darf ich noch was bringen? Moment mal, Sie kommen mir ziemlich bekannt vor. Waren Sie nicht auch schon bei der Eröffnung hier? Sie kommen doch extra aus Playmobil Country, richtig? Ja, so sieht es aus. Wir sind extra aus Playmobil Country mal wieder hier gekommen. Ich sage Ihnen noch, wir empfehlen es immer weiter und werden jetzt auch jeden Tag hier sein. Oh, dieser Kakao hier mit weißer Schokolade und Schlagsahne. Ich liebe den. Ich komme immer deswegen hierher.
Das finde ich ja wirklich super. Freut mich auch zu hören, dass Ihnen mein Laden so gut gefällt. Sie sind ja jetzt schon Stammkunden. So sieht's aus. Das geht aufs Haus heute. Oh, das ist super. Oh, da unten ist auch schon wieder Kundschaft. Mann, oh Mann. Aber warum ist er denn so nah an der Kasse? Was macht er da? Hallöchen, junger Mann, ich hätte da mal was. Was willst du, alter Mann? Ich hab hier gerade zu tun. Oh, da ist ja einer ganz schlecht drauf. Wie wär's mal mit einem Kaffee hier in dem Laden meiner Tochter? Das wollte ich eigentlich nur erzählen, aber gut, dann eben nicht. Mann, da bin ich gerade dabei, hier die Kasse auszuräumen und dann werde ich einfach von so einem Kunden angequatscht. Na, wenn der Laden hier neu ist, dann muss ich natürlich erstmal dem Laden einen Besuch abstatten und die ganze Kasse, alles was drin ist, geht an mich. Entschuldigen Sie mal, Sie können sich doch nicht einfach hier an der Kasse bedienen, hallo? Was? Ihnen gehört der Laden? Ich dachte, das gehört dem alten Opa hier. Was? Lass mich los! Wie hast du mich gerade genannt? Ich bin zwar ein Opa, aber nicht alt, also. Hey, runter von mir! Na, Jungchen, wenn du nur wüsstest, ich war früher im olympischen Team der Ringer. Ganz erfolgreicher, sage ich dir. Claudia, Schatz, kannst du da bitte einmal kurz die Polizei rufen? Mach ich, das wäre nett. Oh Mann, der erste Überfall hier in meinem Laden, das fängt ja gut an und das in der ersten Woche. Oh nein, 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 das könnt ihr mir nicht antun. Ihr habt mich hier hingelockt, das will ich nicht, Mia, nicht heute. Julian, also dieses ganze Hin und Her, das geht mir total auf die Nerven. Du musst doch mal zu deinen Gefühlen stehen. Ich verlange nur einen Kuss auf die Wange, das ist doch nicht zu viel. Ja, und wir sind nur dabei, damit wir das später in der Schule bezeugen können. Das müssen ja auch ein paar Leute dann weitererzählen. Oh nein! Hilfe! Oh, Steve, wo bist du denn? Warum will mir keiner helfen? Mich kann keiner hier im Baumhaus hören. Hallo! Julian, jetzt komm doch schon. Nur ein kleines Kürzchen. Ich meine, immerhin sind wir verheiratet. Hast du das vergessen? Ich werde hier gegen meinen Willen festgehalten. Oh, das war nur ein Spaß. Mia, du weißt, dass das nur ein Spaß war. Und ich hätte da einen Kompromiss. Also ich müsste einmal mit meinem Assistenten und Steve reden, wie ich das jetzt natürlich mache mit dem Kuss. Weil das muss ja vorbereitet sein. Oh, endlich sagst du mal was Kluges. Dann geh ruhig nach unten und klär das mit Steve. Aber er wird auf meiner Seite sein. Hm? Ja gut, okay, alles klar. Oh Mann, ich muss irgendwie zusehen, hier wegzukommen vom Spielplatz, weil ich werde hier Mia heute nicht küssen. Und denk gar nicht daran, hier vom Spielplatz abzuhauen. Wir werden dich kriegen, egal wo du dann hinläufst. Oh Mann, ich muss hier ganz, ganz schnell weg, aber die werden das merken, wenn ich jetzt nach Hause gehe. Wie soll ich das nur schaffen? Steve! Julian! Oh, da bist du ja endlich. Sag mal, wo bist du die ganze Zeit? Ich warte hier auf den Spielplatz auf dich. Nein, ich sag dir, du bist mir ein toller Freund. Ich wurde hier oben im Baumhaus festgehalten, aber ich darf nicht so laut sein, sonst hören die das alles. Komm her, wir müssen was besprechen. Julian, also das Einzige, was wir besprechen müssen, ist, auf welches Spielgerüst wir jetzt gehen. Los, beeil dich, wenn mich den ganzen Tag zeigt. Mann, Steve, ich sag dir, ich habe ganz andere Probleme. Oben sind Mia, Ines und Sarah und noch so ein Mädchen. Die kenne ich gar nicht, aber sie will als Zeugin unbedingt mit dabei sein. Und Julian, hast du Mia jetzt endlich geküsst oder wie sieht's aus? Oh, warum weiß das eigentlich schon wieder der ganze Spielplatz, hä? Ihr seid doch die ganze Zeit hier unter dem Stein. Na, egal. Julian, also manchmal denke ich wirklich, du bist ein bisschen, aber ein bisschen dumm, weil wir wärst einfach, wenn du abhaust, hä? Oh, Julian, weißt du was? Sie denken bestimmt, wenn du abhaust, dann läufst du nach Hause. Aber wie wär's denn, wenn du nicht nach Hause gehst, sondern zu Mama ins Café? Da finden die dich nicht. Oh, klasse, Emma. Super Idee. Ja, ich geh einfach in das neue Café. Leute, er will fliehen, er will fliehen. Julian, stehen geblieben. Nein, 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 ich muss los. Sorry, das hat mir mein Assistent geraten. Tschüss. Mann, müssen die Handschellen denn sein? Ja, das drückt. Aber sowas von. Ja, ich hoffe doch. Wer will denn hier den Laden ausrauben? Ich ganz bestimmt nicht. Ach, vielen Dank, Herr Polizist. Und zu Ihnen nochmal, ich bin hier ganz neu. Mein Laden gibt's noch nicht mal seit einer Woche und Sie wollen direkt mich bestehlen? Was ist das denn? Hä, ja, na klar, warum denn nicht? Und ich meine, ich werd meine ganzen Leute hier vorbeischicken. Die können Sie alle bestehen. Wir sind eine Truppe von Gangstern, also machen Sie sich auf was gefasst. Haben Sie das gehört, Herr Polizist? Ich meine, es werden noch mehr Überfälle kommen. Frau Vogel, machen Sie sich keine Sorgen. Wir werden hier natürlich Polizeischutz geben, also kein Problem. Oh, Mama, ich brauche Hilfe. Oh, perfekt, die Polizei ist da. Hallo, ich brauche Hilfe. Ich werde von ein paar Mädels verfolgt und die wollen unbedingt, dass ich sie küsse. Naja, junger Mann, also ein Verbrechen ist das ja nicht. Ich glaube, das musst du dann selber klären. Tut mir leid, dafür ist die Polizei nicht da. Hä? Aber natürlich, können Sie sich nicht eher um den kleinen Jungen hier kümmern? Das scheint wirklich ernst zu sein. Mich können Sie laufen lassen. Ach, Julian, du glaubst gar nicht, was heute hier schon wieder los war. Und wie sieht's bei dir aus? Bei mir sieht's auch nicht viel besser aus, Mama, um ehrlich zu sein. Also bei mir geht's auch ziemlich wild her. Ich muss dir eins gestehen, also ihr Mädels, na, also und auch du als sehr, sehr altes Mädchen, ihr seid echt anstrengend manchmal. Ich verstecke mich jetzt oben auf der Terrasse. Puh, also ich glaube, hier werden mich Mia und die anderen sowieso nicht finden. Ich bleib jetzt erstmal hier oben, den ganzen Tag noch. Ach, ich bin total durch den Wind. Ich bräuchte jetzt wirklich erstmal einen wirklich starken Espresso. Hallo, wo sind denn hier die Mitarbeiter bitte? Was? Soll ich hier meinen Kaffee selber noch machen oder die Donuts hier essen? Hallo? Ja, entschuldigen Sie sich. Ich komme ja schon. Wissen Sie eigentlich, was hier heute los war? Also, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Warte mal. Claudia? Das ist dein Laden? Ja, ich bin die Inhaberin. Claudia Vogel. Haben Sie das etwa von meinem Vater gehört? Der erzählt das wirklich jedem, dass er eine Tochter hat.
Claudia, ich bin's. Dein Martin. Martin Specht halt. Martin Specht? Da klingelt's bei mir. Spechti, ich dachte, du seist weggezogen aus Playmobil City. Was machst du hier? Ach, mein Spechti, mein Spechti. Was ist denn Martin? Da unten los? Mama, oh, was ist denn da? Hä? Martin? Martin ist Papa. Hey, was ist denn da unten los? Oh, eigentlich möchte ich das da jetzt so unten mal erfahren, aber ich kann auch nicht nach unten, bevor jetzt Mia und so kommen. Hey, was soll das? Warum umarmst du den? Ach, Claudia, wie lange ist das schon her? Wir haben uns Ewigkeiten nicht 15 gesehen. 15 Jahre? 20 Jahre? Ja, bestimmt. Papa, erkennst du ihn nicht wieder? Das ist Spechti. Martin Specht. Oh, natürlich, mein Martin, unser mein Martin. Liebster Martin, aber natürlich. Boah, Opa, also von dir hätte ich das jetzt nicht gedacht. Er nennt ihn einfach mein Martin. Dein Martin ist mein Martin, also mein Papa Martin. Ach, Papa, du bist das. Also ja, wir haben dich früher Papa genannt, aber wenn du nichts dagegen hast, Peter, nenne ich dich weiter so. Aber natürlich, mein Junge, nenn mich Papa, wie damals. Ihr und, du und deine wilde Truppe damals. Also ihr wart echt schon Parabauken. Oh Mann, das kann doch jetzt nicht wirklich sein. Also Mama hat ihn umarmt, nennt ihn mein Martin und er sagt mein Junge, Papa. Mama, bist du etwa mit dem zusammen oder wie? Frau Vogel, wo ist denn der Julian? Zu Hause war er nicht, ist er hier? Oh Mann, die sind ja schlimmer als die Polizei. Wie sind die jetzt hier in den Laden gekommen? Die waren schon bei uns in der Luxusvilla. Oh, wer hat die hier hingeschickt? Bestimmt unser Martin. Mhm. Ach, Claudia, das ist also dein Laden, ja? Also, wir sind wieder vor einigen Wochen nach Playmobil City gezogen und ich wusste gar nicht, dass du hier wohnst und ich habe gehört, du bist mit dem anderen Martin verheiratet. Ist das richtig? Na, sieh mal einer an, der weiß das auch alles, der andere Martin. Und so bleibt es auch. Ich muss jetzt nach unten, ich muss die Sache klären. Hey, du da, Martin, der falsche Martin, der Fake-Martin, wir müssen mal reden. Fake-Martin? Ich bin Martin. Claudia, wer ist das denn? Das ist mein Sohn Julian, mein Zweitältester. Julian, kannst du mal ein bisschen netter sein zu unseren Gästen? Was soll das? Ja, Julian, ich meine, das ist unser Martin, mein Junge. Nein, mit dir muss ich jetzt mal ein ernstes Wörtchen reden, Opa. Wie kannst du ihn nur mein Martin nennen? Dein Martin ist mein Martin, also mein Vater Martin, du weißt schon. Mama, was ist hier eigentlich los? Warum umarmt ihr euch? Also das verstehe ich nicht. Sieh mal einer an, das ist also dein Junge. Naja, der ist ja genauso wie du früher. Ein ziemlicher Rebell. Oh ja, und dieser Rebell, der ist auch ziemlich stark. Also leg dich nicht mit mir an, das sage ich dir. Das ist ein Freund aus der Schule, Julian. Den kannst du nicht kennen. Du musst nicht so unhöflich sein. Den kenne ich schon Ewigkeiten. Wir waren damals gemeinsam in so einer Tanztruppe. Wir sind durch ganz Playmobil City gezogen, in so Kinderdiscos. Mann, das war noch wild. Aha, ein alter Freund, den du umarmst, den Opa mein Martin nennt und der anscheinend auch mein Papa ist. Julian, was ist denn bei dir schiefgelaufen? Jetzt bist du aber ein bisschen verrückt geworden, oder? Das ist nicht dein zweiter Vater, du hast einen Vater Martin. Na gut, er heißt auch Martin, aber nicht so. Mann, jetzt hast du mich auch schon total verwirrt. Also, nochmal von vorne. Er ist ein alter Freund, er heißt auch Martin, er ist nicht dein Vater und wir haben uns früher einfach sehr gut verstanden. Naja, okay, gut, damit wäre die Sache jetzt geklärt und... Oh Mann, dabei habe ich was vergessen. Mia ist hier. Mama, kannst du mich nicht trotzdem retten? Sorry, Martin. Stehen geblieben. Julian, du weißt ganz genau, was jetzt kommt. Du bist mir noch was schuldig. Oh, das kann ich wirklich nicht machen. Nein, 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 das geht nicht. Aber irgendwie muss ich es auch machen. Ja, ist ja gut. Und irgendwie will ich das auch. Naja, gut. Mua. Oh, Julian, danke schön. Also, ich glaube, es ist ziemlich klar, wen Julian später mal heiraten wird, oder? Mia und Julian. Ob sie wohl auch dein Vogel heißt? Okay, die Zeit ist jetzt vorbei, dass ich jetzt ewig auf euch aufpasse. Ich bin jetzt nicht mehr so viel zu Hause, weil ich muss auch wieder in die Kita. Deshalb ist es Zeit, dass ihr jetzt ein bisschen selbstständiger werdet. Ich kann nicht immer auf euch aufpassen. Also, wenn ihr trinken oder essen wollt, müsst ihr das einfach euch selber holen. Ich bin jetzt weg. Oh mein Gott, warum muss ich eigentlich immer mit ihren Puppen reden und warum muss ich mir das immer anhören? Ja gut, ich wohne halt direkt neben ihr. Oh Mann. Du Julia, sag mal, musst du eigentlich gar nicht zur Schule? Wie sieht denn das jetzt aus? Also ich glaube nicht, dass ich heute zur Schule muss und warum denkst du, dass du denn zur Kita jetzt sollst? Also das check ich gerade nicht, sorry. Hä, aber warum soll ich denn nicht in die Kita gehen? Es ist ein ganz normaler Tag. So, Junge, so naiv. Na, denk doch mal an die Tüdelitis. Vielleicht hat das Brigitte auch und vielleicht war sie auch krank und du bist noch ziemlich klein und so. Und das kann nur vielleicht noch ansteckend sein, verstehst du? Oh, Julian, da habe ich gar nicht dran gedacht. Oh Mann, gut, dass du es sagst. Ich muss das unbedingt klären, weil sonst gehe ich hin zur Kita und die ist zu. Hallo, Brigitte. Ja, Emma kommt zur Kita. Ihr geht's ganz gut. Nein, sie hat keine Tüdelitis. Oder rufst du wegen was anderem an? Frau Vogel, es geht eigentlich um die Anschaffung für die Kita, also eine neue Spielanschaffung. Wir haben eigentlich schon vorher darüber geredet. Sie wollten da noch Geld zu beisteuern, was ich Ihnen dann später wiedergebe. Mama, du musst das unbedingt klären mit der Kita. Ist das heute oder ist es nicht? Ach je, Brigitte, das habe ich total vergessen. Gut, dass du es sagst. Die neue Spielanschaffung für die Kita, ganz genau, ich erinnere mich. Hä, also wie es aussieht, redet Mama schon mit Brigitte, aber... Was ist denn neue Spielanschaffung? Was soll das heißen? Kriegen wir was Neues in der Kita? Hey Emma, ja, so wie es aussieht schon.
eine neue Anschaffung, so wie ich es verstanden habe. Und ich wollte ein bisschen was dazugeben, glaube ich. Wie, was? Was ist es genau? Los, rutsch schon mit der Sprache raus! Also ehrlich gesagt kann ich mich da nicht mehr so dran erinnern. Keine Ahnung, vielleicht hängt es irgendwie mit der Tüdelitis zusammen. Ich weiß es nicht mehr. Oh Mann, Mama schiebt alles auf diese Tüdelitis. Sie soll sich erinnern. Ich will wissen, was es ist. Oh, ich bin richtig gespannt wie ein Flitzebogen. So, Emma, dann wollen wir doch mal schauen. Na, was gibt's wohl Neues in der Kita, hm? Ach, Frau Vogel, da sind Sie ja. Hallo. Ja, doch, schneller als gedacht, Brigitte. Hier sind wir. Ich glaube, ich werde verrückt. Cool, das Spielhäuschen, das kenne ich schon. Ich habe schon fast erwartet. Also so wie es aussieht, scheint die Überraschung wirklich gut angekommen zu sein, oder? Was meinen Sie, Frau Vogel? Oh ja, das ist dieses Spielhäuschen mit diesen Schwenktüren, wie im Salon. Ich kenne das, das ist von Nina. Also Frau Vogel, ich hatte ja schon telefonisch mit Ihnen gerade gesprochen, aber wir hatten auch damals besprochen, dass Sie dazu was beisteuern, aber auch nur so lange, bis die Stadt Ihnen das zurückgibt. Ja, das kann gut sein, Brigitte. Ich weiß es leider nicht mehr so genau, aber wenn ich das zugesagt habe, dann mache ich das natürlich auch. Ich habe es mitgenommen. Hier, bitteschön, Brigitte. Und ich meine, Emma freut sich ja auch riesig. Und die anderen Kinder erst. Wie, was? Warum gibt denn Mama der Brigitte Geld für das Spielhaus? Das gehört doch mir. Das hat Nina mir geschenkt. Sie hat das gesagt, glaube ich. Also das kann doch wirklich nicht sein. Ich meine, die kann ihr doch nicht einfach das Geld geben. Das kann ich für was anderes gebrauchen. Ich hätte so gerne einen Fernseher. Frau Vogel, also Claudia, das ist wirklich eine tolle Geste von Ihnen. Danke, wir hätten dieses Spielhäuschen niemals kaufen können für die Kita. Zumindest jetzt nicht. Naja, wir sind pleite. Brigitte, gib das Geld sofort meiner Mutter wieder. Das brauchen wir dringender. Emmalein, das ist schon gut. Ich meine, das ist mit Brigitte so abgesprochen. Das ist für das Spielhäuschen. Ganz genau, Emma. Also, das Geld kriegt deine Mama auch noch wieder. Mach dir keine Sorgen deswegen. Na, und ob ich mir Sorgen mache? Das Spielhäuschen gehört mir. Das hat gar nichts gekostet, weil ich das geschenkt bekommen habe. Und das Geld, das kannst du meiner Mutter jetzt wiedergeben. Los, gib schon. Ah, ja, ich hoffe, Brigitte, du wirst selbst mit ihr fertig. Ich muss jetzt leider los. Viel Spaß. Emma, ich gebe dir dieses Geld ganz bestimmt nicht. Das tue ich hier oben hin, damit du nicht rankommst. Das ist kein Spielgeld. Ich bin sowas von wütend. Von dem Geld hätte ich einen Fernseher kaufen können. Und Mama sagt, ich krieg keinen. Und jetzt gibt sie es einfach Brigitte, obwohl das Spielhäuschen mir gehört. Das hat sie doch nicht bezahlt. Ich muss sie irgendwie ablenken. Emma, schau doch mal, wer da ist, hm? Emma, also endlich bist du da. Also wir hatten ja auch keine Kita wegen dieser Tüdelitis oder wie das auch ist. Ich freue mich, dich zu sehen. Und ich muss schon sagen, ich freue mich noch mehr, dieses Ding zu sehen. Brigitte, was ist das denn? Erzähl schon. Das ist ein niegelnagelneues Spielhäuschen. Ui. Falls ihr das Bällebad sucht, das ist jetzt unser Sportraum. Das ist aber toll. Ich kann gerne damit spielen. Ich bin kurz ganz oben. Toll. Also ich sag dir, Emma, da muss ich unbedingt rein. Ganz schnell. Du kannst ganz schnell. Einfach rein. Das ist das allerneueste Spielhäuschen, was es gibt. Schau dir mal diese coole Tür an. Die geht auf und zu, nach vorne und nach hinten, ja? Also das verstehe ich jetzt nicht, aber wieso darf ich denn da jetzt nicht rein? Ja, weil das eigentlich mir gehört. Das hat Nina mir geschenkt. Ja, ich weiß das ganz genau. Das ist genau das Gleiche. Da gibt's doch einen Sandkasten zu. Oh, wo ist der eigentlich? Ist doch egal. Du darfst da nicht rein, einfach so. Das ist jetzt aber schade, weil Britta hat gesagt, es gehört der Kita und ich dachte, ich könnte jetzt auch rein. Ich brauche unbedingt diesen Fernseher, aber dafür brauche ich Geld. Malik, wenn du da rein willst, musst du dafür bezahlen. Oh, was? Okay, warte. Ich weiß aber nicht, ob ich so viel Geld dabei habe. Ich schaue, okay? Warte da. Emma, ich habe ganz, ganz tief in meiner Tasche geguckt. Da habe ich das hier gefunden. Reicht das jetzt? Bitte. Na gut, Malik, aber nur weil du es... Juppie! Für alle anderen ist es jetzt gehe ich rein. Viel Spaß. Oh Mann, das ist mein erstes selbstverdientes Geld, was ich mit diesem Spielhäuschen eingenommen habe. Das ist gar keine schlechte Idee, aber... Ich brauche noch mehr davon, sonst kann ich mir den Fernseher nicht leisten. Du, Brigitte, kommen andere Kinder heute auch noch? Was ist mit Maurice und Clara und Isabelle? Nein, Emma, die kommen heute leider nicht. Die haben sich krank gemeldet. Vielleicht die Tüdelitis, vielleicht auch eine Erkältung. Ich weiß es nicht, aber die kommen bestimmt bald wieder. Na toll, wenn die nicht kommen, kann ich auch nicht mehr Geld einnehmen. Jeder von denen hätte Eintritt zahlen sollen. Mann, jetzt habe ich nur so wenig. Du, Malik, ich bin gleich wieder da. Nur ganz kurz bin ich weg. Du musst hier die Stellung halten. Was soll ich halten? Ich bin hier gerade im Spielhaus, okay? Ich bleib hier so lange. Liebe Leute, wir haben ein super neues, tolles Spielhäuschen. Wer da rein will, der soll gerne vorbeikommen. Aber es kostet Eintritt. Mama, hast du das gehört? Da gibt's ein Spielhäuschen und das ist ganz neu. Bitte, ich liebe das doch. Kann ich da bitte rein? Na gut, also die 5 Euro bin ich bereit zu zahlen. Ich hoffe, das Spielhäuschen hält auch wirklich, was es verspricht. Boah, 5 Euro habe ich dafür gekriegt. Cool. Naja, ob das Spielhäuschen wirklich so toll ist, kann ich nicht sagen. Aber die werden schon selber sehen. Also, ehrlich gesagt, ist mir jetzt ein bisschen zu heiß hier. Hier sind viel zu viele Leute. Ich gehe jetzt erstmal raus aus dem Spielhaus. Also, ich frage mich, wo denn jetzt Brigitte ist. Die wollte nur kurz da oben. Hier sind ja ganz viele Kinder, die nicht gerne weg hier.
Hallo Maligna, wolltest du gerade zu mir oder wo geht's hin? Oh, hier bist du ja endlich, Brigitte. Wo warst du denn die ganze Zeit? Ich dachte, du wärst schon für immer weg. Für immer weg? Also ich war nur kurz oben, hab aufgeräumt. Was ist denn los, Malig? Warum bist du so aufgebracht? Ja, guck doch mal, was ist das hier bei diesem Spiel alles hier? Wer sind diese Kinder? Ich kenn die nicht. Das frage ich mich auch. Wo kommen die denn her? Also ich weiß nicht wieso, aber ich glaube, Emma hat die reingelassen. Apropos, die ist in der Sporthalle. Aber nicht weiter sagen, okay? Psst. Emma, wenn ich die erwische, was soll das alles? Ich meine, was hat das zu bedeuten? Oh, also ich hoffe mal nicht, dass ich jetzt Emma verbessert habe, weil sonst kriege ich ganz viel Ärger von ihr. Oh Mann, ich fühle mich wie Dagobert Duck. Ich kann im Geld schwimmen. Ich bin reich, ich bin reich. Ich kaufe mir einen riesengroßen Fernseher, der ist so groß wie unser Haus. Emma, kannst du mir mal bitte erklären, wie diese ganzen Kinder hier reingekommen sind? Was sind das für Kinder? Wo kommen die her? Und wo kommt das ganze Geld her? Na, das habe ich verdient. Ich meine, die haben Eintritt gezahlt für das Spielhäuschen, weil sie es richtig toll finden, was ich natürlich auch verstehe. Und jetzt habe ich genug Geld, um mir einen Fernseher zu kaufen. Was soll das heißen? Die haben dafür bezahlt. Du hast einfach Leute hier reingeholt und die haben Eintritt gezahlt? Ja, ist das so schwer zu verstehen? Ich meine, warum? Das Spielhäuschen ist cool, so wie ein Kino. Und da zahlt man ja auch Eintritt, oder nicht? Also, ihr lieben und bekannten Leute, eine Sache. Ihr bekommt alle euer Geld wieder. Das war leider nur ein Scherz und diese Kita ist eigentlich nicht für alle geöffnet, sondern nur für die Kinder aus der Kita Sonnenschein. Tut mir leid. Also, ich will mein Geld gar nicht wiederhaben. Ich meine, mein Sohn hatte hier sehr viel Spaß gehabt und hätte ich ein kleineres Kind, würde ich das definitiv hier anmelden wollen. Allein schon wegen dem Spielhäuschen. Also, mein Geld können Sie behalten. Also, mein Geld will ich auch nicht mehr wiederhaben. Der Spaß hat sich definitiv gelohnt. Oh Mann, das läuft ja wie am Schnürchen. Die wollen ihr Geld gar nicht wiederhaben, weil die so begeistert sind von dem Spielhaus. Oh, danke, Dina, dass sie mir das geschenkt hat. Na gut, dann, wie dem auch sei, ich würde Sie trotzdem bitten, jetzt zu gehen. Die Kita ist heute für Sie geschlossen. Sie finden ja sicherlich selber heraus und bitte nicht weiter sagen, dass hier so ein Spielhäuschen ist. Nicht, dass wir jetzt irgendwie noch Werbung gemacht haben oder so. Emma, also eine Sache hätte ich noch. Also ich finde das Spielhaus wirklich toll, aber kann ich jetzt bitte mein Geld wiederhaben? Ja, Malik, ich meine, na gut. Dankeschön. Du bist ja auch mein Freund und ja. Du gehörst ja auch zur Kita-Gruppe. Eigentlich hätte ich dafür kein Geld verlangen dürfen. Das stimmt. Kannst du das nehmen wieder? Also Emma, ein Wörtchen habe ich noch mit dir zu reden. Das war nicht richtig. Du kannst hier nicht irgendwelche Leute reinholen und dann irgendwie Geld von denen verlangen. Was soll das eigentlich? Das ist nicht dein Spielhäuschen, das gehört der Kita. Na und ob das meins ist, das hat Nina mir geschenkt. Und da kann ich auch da bestimmen, wer da rein kann und wer nicht. Und wer, dann könnt ihr auch Geld dafür bezahlen. Oh, Emma, das hat mir jetzt schon so oft, das gehört der Kita, das Spielhäuschen. Wer ist überhaupt Nina? Keine Ahnung, wovon du redest. Warum bist du so wütend, Brigitte? Kann ich dann den Rest bitte behalten? Weil ich brauche noch ein bisschen Geld, zumindest für einen kleineren Fernseher. Emma, du kannst dieses Geld nicht behalten. Oh, dieses Kind, das macht mich noch verrückt. Das Geld kommt einfach in die Kita-Kasse. Davon gehen wir dann ein Eis essen oder so. Und damit, basta, das war's. Also langsam nervt es ein bisschen. Julia schläft schon wieder in meinem Zimmer. Ich hab sowieso kaum Platz hier. Und sieh mal einer an. Sogar im Schlaf will er sein Tablet nicht loslassen. Aber ich brauch das jetzt mal ganz, ganz kurz. Na, ich probier's mal. Hey, Finger weg, Steve. Ich wusste es doch, dass du mein Tablet haben willst. Deswegen hatte ich das den ganzen Schlaf über bei mir. Ich wusste es doch. Julian, also ich wollte damit nicht spielen. Nein, nein, ich soll nicht also bitte mit einem Tablet spielen. Ich wollte nur wissen, wie spät es ist, ja. Jungs, ihr zwei, ihr könnt aber nicht ewig hier irgendwie im Bett und auf dem Sofa rumchillen, ne? Ihr habt ja auch noch was vor. Ihr seid doch zur Babyparty eingeladen von Frau Chillig. Was? Babyparty? Mama, sehen wir aus wie Babys? Nein, wir sind keine Babys. Emma und so kannst du da hinschicken, aber nicht uns. Julian, nein, du sprichst nur für dich alleine. Also ich möchte auf jeden Fall, nein, wir beide müssen dahin. Das ist eine Babyparty, weil Frau Schillig ist auch meine Lieblingslehrerin und da gibt es bestimmt gar kein viel Essen. Da hast du vielleicht recht, es gibt ja bestimmt auch Torte und sowas. Oh, das wird ganz lecker, aber wir können da doch nicht ohne Geschenke auftauchen. Na gut, Jungs, macht euch erstmal fertig. Unten gibt's dann Frühstück und ein Geschenk könnt ihr immer noch holen, ihr habt noch ein bisschen Zeit. Julian, sag mal, hätte deine Mutter was dagegen, wenn ich mir so ein Brötchen mitnehme, hä? Steve, soweit ich mich erinnern kann, hattest du schon 6 Brötchen gegessen. Ist das nicht ein bisschen viel für einen Jungen in deinem Alter? Aber greif gerne zu, wenn es nicht anders geht. Boah, Steve, sag mal, wie viel hast du heute Morgen eigentlich schon gegessen, hä? Kannst du mir das mal bitte erzählen? Schon 10 Kilo wahrscheinlich. Es reicht langsam. Wir müssen jetzt uns auch auf den Weg machen. Julian, es tut mir leid, aber ich möchte noch ein paar Nutella-Brötchen essen. Ja, die hatte ich heute Morgen noch nicht. Geh doch ruhig ohne mich. Hallo, ihr zwei. Na, was kann ich für euch tun? Herzlich willkommen hier im Spiel- und Babyparadies. Oh Mann, was für ein klasse Tag. Steve wollte nicht mit, das heißt, ich musste Emma mitnehmen. Ich habe meinen Rucksack nicht gefunden, also musste ich den alten von Hannah nehmen. Ist ja klar, super Tag heute. Julian, beschwer dich doch nicht. Hallo, wenn sich jemand mit Babysachen auskennt, dann ich, weil ich war noch vor kurzem ein Baby, also. Also ihr zwei, na, wie kann ich euch denn helfen? Sucht ihr was Bestimmtes?
Also, wie soll ich es beschreiben? Wir suchen was für Babys, um es ganz speziell, um genauer zu sein, die noch in die Windeln machen und das nicht selber wechseln können und so. Verstehen Sie? Ganz genau, so ganz kleine und das Baby ist auch noch im Bauch. Das heißt, es ist auch ganz winzig, so groß wie eine Puppe oder so. Ach ja, ich verstehe schon, natürlich. Hier haben wir unsere Babyecke. Wir haben alles Mögliche, was das Babyherz höher schlagen lässt oder was es eben braucht. Ah, super interessant. Hier, Emma, das wäre doch so ein gutes Ding für das Baby, ja? Damit könnten wir bei Frau Chillig richtig punkten und wahrscheinlich müssten wir dann nie wieder Mathehausaufgaben machen. Ja, Julian, das ist echt klasse. Fast das gleiche Teil habe ich auch für meine Puppen. Ja, selbe Farbe, das ist so eine Wiege. Das ist eine super gute Wahl. Das gute Stück kostet 299 Euro. Soll ich das dann verschicken? Was? 299 Euro? Dieses Ding, mein Bett war noch nicht mal so teuer. Sehe ich so aus, als hätte ich so viel Geld? Also bitte, schauen Sie mir ins Gesicht. Nein, habe ich nicht. Ach so, natürlich. Ja, da, etwas für den kleineren Geldbeutel war vermutlich, hm? Julian, weißt du überhaupt, wie viele Babys Frau Chillig bekommt? Weil sonst braucht man ja auch noch mehrere Sachen für jedes Baby was. Wie zum Beispiel diesen Kinderwagen. Da passen zwei Kinder rein. Emma, ich muss schon sagen, das ist ein guter Einwand. Du hast recht. Also wir müssen das auch bedenken, aber... Oh, dieses Ding wäre auch nicht schlecht, aber ich weiß gar nicht, ob wir so viel Geld haben. Und Emma, jetzt stell dir mal vor, die bekommt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kinder. Oh, so viel Geld haben wir gar nicht. Mama hat uns nicht so viel mitgegeben. Also ihr beiden, hier haben wir noch was für den kleineren Geldbeutel. Wie wär's denn mit einem Stofftier, hm? Ja, gar keine schlechte Idee, weil Babys, die mögen auch kuscheln und so. Das ist doch gut. Julian, guck mal. Ja, gut. Mehr Geld habe ich sowieso nicht dabei. Und außerdem brauche ich ja auch noch gleich eine Süßigkeiten-Tüte vom Kiosk. Und naja, gut, wie eine Wiege ist das nicht. Oh, dann hätte ich nie wieder Hausaufgaben machen müssen. Dann hätte ich immer gute Noten. Aber nun gut, dann ist es halt das. Ach, Kopf hoch, mein Junge. Das wird schon klappen. Das Baby wird sich riesig darüber freuen, hm? Oh, wo bleibt denn Steve? Der ist wieder sowas von unpünktlich. Der wollte doch nur 6 Nutella-Brötchen essen. Und dann wollte er zum Haus von Frau Chillig kommen. Oh, toll. Hm, vielleicht hat er sich das ja anders überlegt. Was ist, wenn Mama noch einen Kuchen gebacken hat? Dann kriegt man ihn nicht davon los. Hey, Julian, hier bin ich. Noch pünktlich, oder? Mensch, ist das kalt heute. Ja, endlich bist du da. Und außerdem, warum hast du dich umgezogen? Es schneit doch gar nicht. Ja, Julian, ist aber kalt. Außerdem, Julian, das ist eine Party hier. Und da will ich gut aussehen. Außerdem passt dieses Blau super zu meinen Augen. Findest du nicht, wie das funkelt jetzt in meinen Augen? Super schön. So, dann klinge ich mal. Das wird eine super Party. Und schöne Geschenke hast du da. Ist doch in Ordnung. Hallöchen, Kinder, was war... Oh, ihr seid, glaube ich, auch zur Party da, oder? Oh, ich wusste nicht, dass meine Frau euch eingeladen hat. Naja, herzlich willkommen. Na, dich kenne ich doch auch, oder? Die kleine Emma, die Schwester von Julian. Ja. Du gehst aber noch nicht zur Schule, oder? Nein. Und warst du denn auch, oder bist du denn auch eingeladen? Ich weiß nicht. Ich bin nur die Shoppingbegleitung für das Babygeschenk. Und dann wurde ich einfach hier mitgeschleppt. Also, ich glaube, nein, nicht. Nee, wieso? Ist das schlimm? Tut mir leid, das muss ich einmal mit meiner Frau abklären. Hier darf ja nicht jeder aufs Grundstück, oder? Kinder, toll, dass ihr da seid. Ich freue mich, euch zu sehen. Max, du kannst doch jetzt nicht ernsthaft die Kinder dann wieder wegschicken, die nicht eingeladen sind. Ich meine, schon mal was davon gehört, ein guter Gastgeber zu sein? Keine Ahnung, also das ist doch deine Party, oder nicht? Und normalerweise, na egal. Max, jetzt schau dir doch mal diese kleine süße Maus da an. Die kannst du doch jetzt nicht einfach nach Hause schicken. Ja, gut. Ja, wirklich, hallo, was soll ich denn bitte auf dieser Party anrichten? Ich bin ganz harmlos. Also Kinder, wir feiern im Garten. Kommt gerne hier entlang. Frau Chillig, also vielleicht haben Sie es noch nicht gemerkt, aber wir haben ganz tolle Geschenke für Ihr Baby oder Ihre Babys. Ich weiß nicht, haben Sie es nicht gemerkt? Ah, doch, doch, Julian, habe ich schon gesehen. Wir haben da drüben wirklich einen Geschenketisch dafür. Da kannst du es gerne drauf tun. Leute, die Dinger sind jetzt fertig. Wer möchte denn ein Würstchen oder ein Steak oder ein bisschen Hähnchen? Also Kinder, nochmal herzlich willkommen hier auf meiner Babyparty für das kleine Baby. Hier sind die Geschenke und fühlt euch einfach wie zu Hause. Ja, ich muss jetzt noch. Guck dir mal dieses Buffet an. Oh, das ist klasse, klasse, klasse. Super Idee von mir, hier hinzukommen. Steve, ist das wirklich dein Ernst? Du hattest 6 Nutella-Brötchen vor kurzem und jetzt gehst du... Naja gut, viel Spaß. Also Julian, hier haben wir wirklich schon allerlei Spielzeuge für das kleine Baby. Du kannst gerne deine Sachen dazu tun. Oh Mann, Julian, so wie das aussieht, haben wir echt keine gute Wahl getroffen in dem Laden. Von wegen, das Baby würde sich darüber freuen. Ja, wie viele Puppen und Spielsachen das sind. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Dabei wollte ich doch einen guten Eindruck hinterlassen. Und jetzt gibt's alles doppelt, dreifach, vierfach, fünffach. Super. Ach, Julian, reg dich nicht auf. Das macht doch nichts. Ich meine, wenn's mehrere Kinder sind, dann habe ich eben 5 Kuscheltiere oder 5 Kinder. Wer weiß das schon? Ja, Julian, was soll ich dir sagen? Wäre ich mal lieber mitbekommen, dann hättest du ein schönes Geschenk gekauft. Aber zumindest ist der Hamburger gut. Oh, mir egal. Weißt du was? Du bist den ganzen Tag nur am Essen und Fressen. Also ich schmeiß das Geschenk jetzt einfach hin. Mir egal. Oh Mann, ich hatte doch wirklich recht. Ich habe ja schon im Laden gesagt, was ist, wenn sie mehrere bekommt? So 2, 3, 4, 5. Und sie hat gesagt, 5 Kuscheltiere für 5 Kinder, Julian. Hast du das gehört?
Also ich glaube, ich traue meinen Ohren jetzt nicht. Warum habt ihr mir das nicht vorher erzählt? 5 Kinder für Frau Schillig? Das war's dann mit unserer Klassenlehrerin. Das weißt du, ne, Julian? Aber Steve, erzähl doch kein... Du hast recht. Du hast sowas von recht. Mit 5 Kindern, das wird der totale Stress. Und dann kriegen wir eine neue Lehrerin. Und dann werde ich schlechte Mathe. Und dann komme ich auf die schlechte Schule. Und darum habe ich keine Lust. Also ich habe so einen Hunger. Ich dachte erst, warum? Ich kann mir auch ein Croissant nehmen. Aber wieso denn das? Ich kann die alle verdrücken. Ja, wirklich. Alle verdrücken? Das ist doch wohl ein Witz, oder? Wieso? Schon weg. Mann, ich inhaliere die Sachen wirklich ein. Ich muss die gar nicht kauen. Ich schluck die einfach runter. Schatz, sag mal, wie sieht's aus? Möchtest du noch ein Würstchen oder so? Eins? Gleich mehrere. Ich habe so einen Hunger. Das glaubst du gar nicht. Steve, hast du das gesehen? Die hat einfach die ganzen Croissants gegessen und jetzt noch Würstchen? Oh Mann, ich glaube, das sind mindestens 5 Babys oder 6 oder 7. Oh, wie das duftet, sowas von lecker. Mann, oh Mann, das tut dem Baby richtig gut. Oder den Babys, wie viel ich esse. Ich glaube, ich krieg eine ganze Fußballmannschaft. Schatz, wie wär's denn mit einem Teller, hä? Die Gäste sehen das, hallo, ein bisschen peinlich. Also, wenn ihr mich fragt, die Sache ist glasklar. Erstmal viel zu viele Sachen für nur ein Baby. Sie hat selber gesagt, 5 Babys, 5 Spielzeuge. Und jetzt guck mal, was sie alles verschlingen kann. Das ist doch nicht normal, sie isst so viel wie eine 5-köpfige Raupe. Du Max, sag mal, hast du eigentlich an die Luftballons gedacht? Oder an den Luftballon? Ich meine, für die Überraschung. Ja, Schatz, das war meine Aufgabe und ich hab's natürlich erledigt. Soll ich die jetzt holen oder wie? Ja, super, dann starten wir doch mal. Also alle mal herhören. Wir werden jetzt das Geschlecht verkünden von unserem Baby und zwar auf eine ganz besondere Art und Weise. Ja, hast du das gehört? Also ich könnte jetzt ein Mädchen oder ein Junge werden und stell dir mal vor, es sind 5 Jungs oder 5 Mädchen oder 3 Jungs und 2 Mädchen. Das ist alles nicht so schön. Okay, Leute, seid ihr bereit? Dann werde ich den Luftballon jetzt zerstechen und dann kommt entweder blau oder rosa raus und dann weiß man's. Na, jetzt bin ich aber wirklich gespannt, Steve, ob wir hiernach noch eine Lehrerin haben oder nicht. Wie viele Babys werden's wohl? Ja, aber da ist ja gar kein Konfetti drin. Max, hast du vergessen, dass da Konfetti drin sein sollte? Ich meine, rosa und blau, oder nicht? Konfetti? Nee, davon hast du mir nichts erzählt. Ich habe mich schon gefragt, was das mit dem Luftballon so allgemein überhaupt werden soll. Nur ein einziger. Hm. Max, ich meine, kennst du das nicht? Wenn man das Geschlecht verkündet, dann kommt entweder blaues Konfetti raus für einen Jungen oder rosanes für ein Mädchen. Und jetzt haben wir gar kein Baby, oder wie? Julian, ich habe das alles durchschaut, weil ich bin ein kluges Kerlchen. Die haben da gar kein Konfetti reingepackt, weil das sind so viele Kinder, das hätte in einen Luftballon nicht gepasst. Dafür brauchen die einen Heißluftballon, ja, so ein riesen XXL-Ding. Oh, Steve, was passiert denn jetzt? Ich meine, was ist, wenn wir eine neue Lehrerin bekommen und die mag ich gar nicht? Oder ich mag sie und sie mich nicht und das ist eher wahrscheinlicher. Was passiert dann? Oh, Steve. Ja, Julian, it's time to say goodbye. Oh, Mann. Steve, stell dir mal vor, dann haben wir Frau Fun und die ist gar nicht so Fun. Also, verstehst du? Oh, Mann, das war's. Ja, und jetzt wie was? Jetzt ist der Luftballon kaputt. Toll, den hättet ihr doch mir geben können. Was für eine Party. Ich verstehe das alles nicht. Schatz, alles in Ordnung? Wo willst du denn hin? Die Party läuft doch noch. Max, du hast meine ganze Überraschung ruiniert. Ich meine, hallo, das ist eine Babyparty und das war der Höhepunkt. Schatz, also ich kann auch noch neue Luftballons holen. Das ist doch nicht das Problem. Oder hast du wieder Hunger? Na komm, ich mach dir eine Bratwurst. Max, du verstehst es einfach nicht. Oh Mann, jetzt weiß keiner über unser Baby Bescheid, oder? Oh Mann. Hallöchen, liebste Familie, ich grüße euch. Ich wollte einfach hier nur mal ein bisschen durch in die Küche, ihr wisst es schon. Claudia, Schatz, er macht sich schon wieder auf den Weg in die Küche. Der Junge lebt jetzt schon seit einigen Tagen bei uns und wir haben ihn noch hier gar nicht aufgeklärt über unsere Regeln und so. Martin, ja, stimmt, du hast vollkommen recht, setz dich hin. Steve, da du jetzt schon ein paar Tage hier bei uns wohnst und unser Sohn bist, haben wir noch ein paar Sachen mit dir zu besprechen. Aber natürlich, liebste Mutter. Aber ich hoffe, ich war in den letzten Tagen nicht frech oder so, sondern war ein guter Sohn. Oh, liebste Mutter, das klingt wie Musik in meinen Ohren. So hat mich schon ewig oder noch nie jemand genannt. Steve, ich wollte dir eigentlich nur sagen, dass die Kinder hier bei uns ihre Zimmer selber aufräumen. Und das gilt natürlich auch für dich. Aber natürlich, Mama. Das habe ich schon längst gemacht. Mein Zimmer ist super aufgeräumt. Und bevor heute alle wach waren, habe ich auch ein bisschen das Badezimmer geschrubbt. Davon will ich mich jetzt mal selbst überzeugen. Mein Sohn räumt sein Zimmer auf. Das wäre mir neu. Also bei Julian kenne ich das nicht. Claudia, schau dir das mal bitte an. Das ist ja super aufgeräumt. Also, Steve, kann man dich engagieren oder so? Also, unser Schlafzimmer war noch nie so aufgeräumt. Schau dir das mal an. Alles ist an dem richtigen Platz und es ist super aufgeräumt. Sogar der Koffer, also bitte. Aber natürlich, Papa. Also, wenn ich hier wohne mit einem eigenen Zimmer und so viel Möbel, dann muss ich auch aufräumen. Also, so ist das doch vollkommen normal.
Mann, oh Mann, also Steve ist echt klasse, was das angeht. Ich hoffe, er war auch ein gutes Vorbild für Julian. Ich meine, wenn Steve sein Zimmer eigenständig aufräumt, dann vielleicht auch Julian? Ach nee, zu früh gefreut. Julian, hier sieht's ja wieder aus. Ich meine, was ist das denn? Also Mama, bei Julian sieht's immer so aus, aber pst. Kannst du mir mal bitte erklären, was dieses Chaos schon wieder soll? Ich meine, warum liegen denn hier Pommes auf dem Boden? Kannst du die nicht in der Küche essen? Pst. Papa, also das macht er in letzter Zeit immer wieder öfters. Ich wollte euch nicht sagen, aber ihr habt es selber gesehen. Also, da müsst ihr ein bisschen aufräumen und ein bisschen ordentlicher werden. Und gegessen wird doch in der Küche, oder nicht? Na, da hast du sowas von recht, mein Sohn. Also, jetzt zeige ich auch schon meinen Sohn Steve. Du bist klasse. Oh Mann, was ist denn das Problem? Es ist mein Zimmer und für mich ist es aufgeräumt. Und außerdem schmecken die Pommes in meinem Zimmer viel, viel besser. Ach ja, Julian, dann komm mal eben mit. Dann kannst du mal sehen, wie Steve so lebt, wie es da aussieht bei ihm. Steve? Bist du dafür verantwortlich, dass sie in mein Zimmer gekommen sind? Was wird das jetzt hier? Hey, Julia, ich habe gar nichts gemacht. Also, ich habe sie versucht, davon abzuhalten. Ja, nicht wirklich, aber ich habe wirklich nichts gemacht. Okay, Julian, na, hast du die Augen geöffnet? Ja, super, wow, ja. Steve ist super ordentlich, ich hab's gesehen. Hier ist es picobello sauber. So soll dein Zimmer auch aussehen. Hey, Steve, kannst du mir das mal bitte erklären, warum du hier so sauber und so ordentlich bist? Hä? Wir hatten da eine Abmachung. Julian, es tut mir leid, aber ich möchte nicht in so einem Zimmer wohnen, wo es ständig unaufgeräumt ist. Also, und ich möchte auch ein guter Sohn sein, oder Mama und Papa? Und um ein noch besserer Sohn zu sein, werde ich jetzt für die ganze Familie kochen. Ja, für die ganze Familie. Das hat Julian bestimmt noch nie gemacht. Nein, das hat Julian wirklich noch nie gemacht. Ach, Steve, du bist wirklich ein Schatz. Steve, ich sag dir, du bleibst hier. Es ist mir egal, wenn Hannah jetzt heute oder so wieder zurückkommt oder morgen. Du bleibst hier. Okay, das war's. Das Experiment mit Steve ist jetzt vorbei. So geht das nicht weiter. Ja, hallo? Ja, hier ist Julian. Wie sieht's denn aus? Klappt's noch bei dir? Ja, der andere ist abgesprungen. Oder wurde dazu gezwungen. Klasse, dann kommst du einfach jetzt bitte vorbei in die Luxusvilla. Nimmst du mit? Koffer, ja. Bis gleich. So, meine liebe Familie, schau dir das mal alle an. Ich habe Pizza gemacht, einen Kirschkuchen. Ich habe extra Melonen gekauft, von meinem Taschengeld selbstverständlich. Und ich habe Spiegeleier gemacht, weil Papa mag die, glaube ich, oder? Und danach können wir noch mal gerne über Julian reden, weil ich möchte unbedingt in sein Zimmer ziehen. Oh, Steve, du hast schau dir das mal an. Er hat tatsächlich Spiegeleier gemacht, genauso wie ich sie mache. Oh, ich muss dich einfach jetzt so nennen. Steve, mein Sohn. Also jetzt möchte ich natürlich, dass Julian ein bisschen neidisch wird. Julian, kannst du dir einmal ganz kurz angucken, was Steve hier gemacht hat? Aha, interessant. Er hat also gekocht. Wow, super, Steve. Kompliment. Tja, Julian, ich möchte zwar nicht angeben, aber hast du sowas schon mal hinbekommen? Ich glaube eher nicht. Na, wer ist jetzt der bessere Sohn? Hä? Naja, das ist eine gute Frage. Also fest steht auf jeden Fall, dass ich der einzige Sohn bin. Du bist jetzt raus, Steve. Du bist raus aus Familie Vogel, damit das klar ist. Was? Wieso denn? Also, was hab ich denn falsch gemacht? Mama, Papa! Julian, wie meinst du das denn jetzt erst raus? Aber Hannah kommt doch erst heute Abend wieder. Was hast du vor? Wir können ihn doch jetzt nicht wegschicken. Julian, bitte nicht. Also Steve ist doch dein Bruder. Nope, nicht mehr. Der kann jetzt wieder weg. Tschüss, Steve. Und nimm deine Sachen ruhig mit. Und außerdem, ihr könnt ja mal einen Blick in ein anderes Zimmer werfen. Wie meinst du das? Ich dachte, das sei Steves Zimmer. Julian, das war doch Steves Zimmer. Also, anscheinend wirklich nicht mehr. Hä, wie hat er das denn hingekriegt? Oh, weia. Na, Steve, ist gut, na? Du bist jetzt offiziell ausgezogen hier aus der Luxusvilla. Das ist Hannas altes Zimmer für meine neue Schwester. Ja, du hast richtig gehört. Ich bekomme eine neue Schwester. Ich brauche keinen Bruder. Julian, also ich verstehe jetzt nicht wirklich, warum du mich aus dem Haus haben willst. Ich war doch ein guter Bruder. Also du warst ein guter Bruder, bis du angefangen hast, hier super ordentlich zu sein. Und auf einmal angefangen hast zu kochen und mir zu sagen, na, wer ist jetzt der bessere Bruder? Also bist du raus. Naja, okay, da hast du recht. Aber beste Freunde sind wir immer noch, oder? Ja, natürlich, aber nicht bei meinem Bruder. Vielleicht nächste Woche wieder. Okay. Naja, Mama und Papa, jetzt heiße ich ja wieder Martin und Claudia. Das war's wohl. Ich gehe nach Hause. Die warten sowieso schon auf mich. Die haben sich gestern schon gemeldet. Claudia, lass ihn nicht gehen. Bitte nicht. Martin. Oh, er darf nicht gehen. Beruhig dich. Nein. Tja, so einfach geht das. Und jetzt begrüßen wir ein neues Mitglied der Familie Vogel. Hallöchen, hi, ich bin Anna Vogel, die neue große Schwester hier von allen. Ah, sehr schön. Du bist etwas unpünktlich, so wie ich es eigentlich gerne habe. So, Leute, das ist unser neues Familienmitglied, Anna Vogel. Bis heute Abend natürlich. Schön, dass es geklappt hat und schön, dass du zu spät bist. Genau wie abgesprochen. Dein Zimmer ist schon bereit oben. Julian, kannst du mir das mal bitte erklären? Bist du jetzt total verrückt geworden? Eine neue Tochter? Wie? Wow, bist du mal meine Mutter? So eine hübsche Frau habe ich meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Julian, so geht das aber nicht. Und außerdem ist Steve weg. Schatz, sag doch jetzt was.
Martin, hast du das nicht mitbekommen? Was sie denn? Hat gerade gesagt, dass ich super hübsch bin. Super. Und vermutlich denken sie auch noch, ich bin super klug. Schön und Anna, du bist Finger herzlich willkommen hier bei uns. Super. Ah, das freut mich natürlich total. Dann gehe ich mal nach oben in mein Zimmer und mache ein bisschen Unordnung. Oder, Julian? So möchte ich meine Schwester haben. Sehr gut, Anna, sehr gut. Wow, das ist mein Zimmer. Das ist ja super schön. Ja, Anna, ich weiß zwar nicht, was Julian dir genau gesagt hat, aber du darfst gerne bis heute Abend hierbleiben. Oh Mann, super. Das wird einfach die beste Zeit meines Lebens. Die schönsten Stunden. Na gut, also so wie es aussieht, startet ja dann schon das zweite Experiment für diese Woche. Mission neue Tochter. Erst ein Sohn und jetzt eine Tochter. Mann. Martin, weinst du? Was ist denn los? Martin. Lass mich. Steve ist weg. Und das, du weißt schon, er hat Spiegeleier und so gemacht. Und ich muss mich erstmal damit abfinden. Hallo, liebste und hübschste Mama. Ich wollte was sagen. Und zwar, der Julian, der ist die ganze Zeit nur an seinem Tablet. Hm? Also das wundert mich einfach mal überhaupt nicht. Julian, kommst du mal runter? Ah, oh, was ist denn? Ich war doch oben am Hausaufgaben machen, oder Anna? Ne? Hä? Aha, also Anna hat mir gerade erzählt, dass du die ganze Zeit nur am Tablet warst. Du kannst den ganzen Tag doch nicht damit verbringen. Anna? Oh, ich hätte was anderes erzählen sollen. Das sollte ganz genau umgekehrt sein. Ja? Ich sollte die Hausaufgaben... Nee, du solltest die Hausaufgaben so machen. So sieht's aus. Mann. Naja, tut mir leid, Anna. Du warst auch noch in deiner Probezeit. Also, du bist raus. Aber was soll das denn heißen? Ich bin doch gerade erst hier eingezogen. Das waren nur 5 Minuten. Tut mir leid, du bist jetzt nicht mehr die Tochter von Familie Vogel. Was? Julian, kannst du das bitte mal lassen? Du kannst doch nicht Leute einladen und dann direkt wieder rausschmeißen. Ich meine, was soll das? Aber egal, darauf bin ich nicht angewiesen. Ich meine, ich könnte überall woanders auch als Schwester einziehen, also egal. Na, dann mach das mal bitte. Und das Zimmer, das lässt du bitte unordentlich, falls es so ist. Weißt du was, ich mache hier einfach überhaupt nichts mehr. Mein Talent als Schwester wird hier richtig unterschätzt. Hallo, wozu gebe ich mir überhaupt die Mühe? Julian, ich hoffe, dir ist das klar, aber du hast heute 2 ganz, ganz tolle Menschen vergraut. Ich meine, einmal Steve, der für uns alle gekocht hat und er war wirklich ein Saubermann. Und jetzt auch noch Anna. Ich meine, die hat mich hübsche und kluge Mama genannt. Hallo? Ja, Mama, mach dir keine Sorgen, aber die Sache ist sowieso jetzt vorbei. Anna hätte nicht länger bleiben können, weil guck mal da nach hinten. Julian, ich lass mich jetzt nicht von dir veräppeln. Jetzt sag nicht, du hast jetzt irgendwie noch ein Baby oder irgendwen hier eingeladen. Schatz, nein, nein. Unsere große Prinzessin ist wieder da. Hanna! Hanna, da bist du ja endlich. Ich hoffe, das WG-Leben war gut. Die einzig wahre, große und tolle Schwester ist wieder zurück. Naja, also ich muss schon sagen, irgendwie habe ich Hanna vermisst. Hätte ich niemals gedacht. Steve war zwar cooler als Bruder, Anna nicht so. Aber Hanna ist, glaube ich, noch die Beste. Muss ich wohl sagen. Aber seid leise. Oh Mann, bin ich mal wieder müde. Naja, wenigstens nehme ich heute mein Skateboard mit zur Schule. Auf jeden Fall. Bevor jetzt noch die Kinder gleich runterkommen, mache ich mir erstmal einen schönen Kaffee. Also eigentlich bin ich ziemlich gut aus dem Bett gekommen. Ich versuche, glaube ich, mal mit dieser Motivation jetzt die Treppe runterzufahren mit meinem Skateboard. Das kriege ich doch locker hin. Ach Julian, was machst du denn da? Lass das! Julian, das geht sowas von schief. Hör bitte auf damit. Du landest nur wieder auf der Nase. Zu spät, Mama. Naja, das hat wohl nicht so gut geklappt. Ist ja auch noch früh am Morgen. Aber nichts passiert, Mama. Mir geht's gut. So, ich gehe dann, glaube ich, mal zur Schule. Also heute habe ich das erste Mal wieder so richtig Lust auf die Schule. Julian, bist du sicher, dass du mit dem Skateboard zur Schule fahren willst? Was sagt denn der Schulleiter dazu? Geht das überhaupt? Oh, Mama, aber natürlich geht das. Der Chillig ist mega chillig drauf, das weißt du doch. Ich muss mich jetzt aber auch langsam ein bisschen beeilen, weil sonst bekomme ich Ärger. Ciao. Julian, stopp. Du hast doch gar nicht gefragt, ob du mit dem Skateboard losfahren kannst. Und zack, schon ist er weg. Ob das gut gehen wird, ich weiß ja nicht. Ja, mein Kleiner, ja, ich weiß, es ist nicht so toll, dass du jetzt wieder in der Schule bist, aber es geht halt nicht anders. Ich muss halt wieder auf dich aufpassen. Jetzt gib mir nicht diesen Blick. Nein. Oh, so schlimm ist es jetzt in der Schule auch nicht. Eins kann ich trotzdem nicht verstehen. Warum muss mir meine Schwester immer diesen Hund hier geben, immer wenn ich in der Schule bin am Arbeiten? Also Sinn macht das irgendwie nicht. Mia, soll ich ihn fragen oder du? Frag du mal. Ich meine, wann ist das nächste Lehrer versus Schüler und können wir da endlich mitmachen? Oh, das ist doch Pfiff. Ja, den kennen wir doch schon. Hallo. Oh, Herr Chillig, der ist so süß. Darf ich den mal streicheln? Aber natürlich, Kinder. Gerne. Aber seid vorsichtig. Und was wäre ich denn für ein Schulleiter, wenn ich das hier nicht erlauben würde? Hä? Hund streicheln, das möchte doch jeder. Oh, super. Dann sage ich den anderen direkt Bescheid. Moment. Mia, was meinst du mit den anderen? Also, wer denn noch? Oh, jetzt komm mal zu mir hier. Dich ja so süß. Ich habe auch noch Ines Bescheid gesagt. Und dem Jungen aus der 1B. Der kommt bestimmt auch gleich. Wir haben gehört, Pfiffi ist da. Ich habe gleich auch noch ein paar andere Kinder mitgebracht. Hey, wie viele Kinder habe ich denn auf dieser Schule hier? Kinder, also so viel Platz habe ich in meinem Büro jetzt auch nicht. Oh, was will der Mario jetzt schon wieder hier? Der will bestimmt wieder den Hund klauen, aber nicht mit mir. Hey, Erstklässler, jetzt lass mich mal da ran. Ich möchte auch zum Hund, hey.
Mario, komm mal nicht lieber in die Nähe von Fifi. Du weißt, wie das letztens war und ich möchte das jetzt hier nicht rum erzählen und so, du weißt, ne? Oh, jetzt muss ich mich aber beeilen. Wenn der Unterricht gleich losgeht, ich muss noch schnell ins Lehrerzimmer was holen. Was ist hier denn los? Frau Chili, hallo Frau Chili. Der Hund, der Fifi, der ist wieder da. Wollen Sie denn auch mal streicheln? Aber was soll das denn hier alles, Max? Was, kannst du mir das mal erklären? Ja, ich habe doch auch gesagt, sie sollen gehen, aber irgendwie hört hier keiner mehr auf mich. Hallo, ich bin der Schulleiter. Ach, Kinder, es werden jetzt alle in die Klassenräume gehen, okay? Ich will hier niemanden mehr sehen, der Unterricht geht gleich los. Ach, na gut, schade. Aber wenn sie sagt, wir sollen in die Klasse gehen, dann müssen wir das wohl machen. Auf geht's. Ach Mist, wir haben jetzt auch ganz vergessen zu fragen, wann das nächste Mal Lehrer versus Schüler ist. So, Max, und jetzt zu dir. Kannst du mir das mal erklären, was das sollte? Was macht der Hund denn hier und warum waren die ganzen Schüler hier und was soll das alles? Anna, ja, Schatz, ich weiß, du hast bei allem recht, ja, deswegen bist du auch meine Frau. Aber meine Schwester war da und sie hat einfach den Hund hier gelassen. Was soll ich denn machen? Also, ich konnte doch nicht anders. Max, also du musst wirklich lernen, dich durchzusetzen. Ich meine, du kannst dir doch von deiner Schwester nicht alles gefallen lassen. Ja, egal, was du sagst, du hast ja recht, mein Schatz, du hast recht. Also, ich darf jetzt nicht chillig sein, aber mein Name ist chillig. Na, egal, jetzt muss ich streng sein, ja. Oh, ist der süß. Nein, ich hab streng gesagt. Hey, du, hör auf damit, nicht mehr schnüffeln. Ich hab gesagt nein und du... Nein, dieser Blick. Oh, no. Ja gut, einmal, dann ist in Ordnung. So, Max, da bin ich wieder. Ich wollte Fifi abholen. Oh, was machst du denn da schon wieder? Was? Wie bitte? Ja, nach was sieht's denn hier aus? Ich bin am Arbeiten. Ja. Oh, Max, was für eine Haltung du hast. Setz dich mal gerade hin. Okay, Max, jetzt musst du dich durchsetzen. Du bist nicht mehr chillig. Du bist jetzt streng und ernst. Weißt du was? Ich setz mich so hin, wie ich will. Das hast du nicht zu bestimmen. Ach, Maxchen, was ist denn jetzt mit dir los? Bist du jetzt nicht auf einmal Maxchen. Streng oder was? Ich sag's dir jetzt zum letzten Mal, ich bin nicht Maxchen, ich bin schon erwachsen, ich bin Schulleiter. Ja, und wie du sehen kannst, habe ich hier ganz wichtige Arbeit zu erledigen, also kannst du verschwinden. Ach, Max, das ist ja wirklich lächerlich, wichtige Arbeit. Du hast doch wohl den einfachsten Job, den man überhaupt haben kann. Du sitzt doch nur den ganzen Tag hier rum. Das stimmt doch gar nicht, das ist nicht wahr. Und außerdem, als ob du das könntest, den ganzen Tag nur shoppen und so. Mhm. Na, das wollen wir ja wohl mal sehen, natürlich könnte ich das, Max. So, ich werde es dir beweisen. Hier, du kannst dir den Nachmittag mit Fifi vertreiben. Und ich werde hier erstmal jetzt Schulleiterin sein. Ich wäre ja wirklich schön blöd, wenn ich das nicht hinkriegen würde. Das ist wirklich der einfachste Job auf der ganzen Welt. Ja, weißt du was? Ja, das machen wir. Das möchte ich jetzt mal sehen. Einfachster Job, dies, das. Alles klar, dann mache ich hier mal ein bisschen Spaziergang. Als ob ich das nicht hinbekommen würde. Max Maxchen, jeden Tag spielt er hier in der Schule. Ich werde mal meinen Hut ablegen und dann setze ich mich ein bisschen an den Schreibtisch und tue so, als ob ich arbeite. Und was habe ich gesagt? Es ist wirklich der einfachste Job überhaupt. Ich sitze hier und muss nichts machen. Die kann was erleben, also. Und ich mache mir jetzt hier erstmal eine schöne Zeit, aber irgendwie langweilig. Ist ja gar keiner da. Ich hätte strenger sein sollen, ganz, ganz einfach. Ich hätte sie einfach rauswerfen sollen, meine Schwester. Auch wenn sie meine Schwester ist oder gerade, weil sie meine Schwester ist. Also gut, meine Lieben, das war jetzt die erste Stunde, aber die zweite Stunde von der Doppelstunde macht dann Herr Chillig mit euch. Ich habe noch einen Termin, muss leider weg. Ach ja, und Julian, ja? Kannst du dich dann bitte um die Klasse kümmern als Klassensprecher? Es könnte vielleicht noch aber ein paar Minuten dauern. Aber natürlich, ich kann auch gerne hier den Lehrer übernehmen. Nein, danke. Und ich warte dann so lange. Leute, ihr habt es gehört, was Frau Chillig gesagt hat. Julian Vogel ist mal wieder der Lehrer. Naja, bis Herr Chillig wieder da ist. Julian, das hat Frau Chillig nicht gesagt, aber naja, also Julian der Lehrer? Julian, ist es nicht vielleicht besser, wenn du dich einfach wieder hinsetzt? Oh nein, ganz bestimmt nicht. Ich hätte da eine super Idee als Klassensprecher. Alle mal auf die Tische, aber ganz schnell. Was? Auf die Tische? Ja, ich bin Erster. Hab ich gestern gewonnen? Auf die Tische? Na gut, dann bin ich dabei. So, wir spielen jetzt Fang, aber der Boden ist Lava. Also man darf den Boden nicht berühren. Klopf, klopf. Max, bist du dann so weit und kannst die Klasse übernehmen? Endlich passiert mal etwas hier bei diesem super langweiligen Arbeitsalltag. Was soll ich übernehmen? Du bist ja gar nicht Max. Ich dachte eigentlich, ich treffe hier Max. Was machst du hier? Also mein Name ist Roswitha Chillig und ich bin die große Schwester von Max. Und ich übernehme heute seinen Job. Ob das so eine gute Idee ist? Also normalerweise wollte Max jetzt meine Klasse übernehmen. Er sollte mich ablösen. Das ist gar kein Problem für mich. Ich mache alles, was Maxchen sonst macht. Also, welche Klasse ist das? Einfach hier den Flur entlang. Ob das eine gute Idee ist, dass sie jetzt einfach den Unterricht macht? Und Maxchen, also so habe ich ihn ja noch nie genannt. Okay, weil ich das Spiel erfunden habe, werde ich euch als erstes fangen. Ich mache das schon. Ich bin freiwillig hier. Also. Okay, jetzt also von Tisch zu Tisch springen. Ob ich das wohl schaffe? Steve, also das Prinzip des Spiels ist, dass du weglaufen musst und du bist es nicht. Also habe ich dich. Du bist.
Jetzt wirklich? Aber... Oh, oh. Wer ist das denn? Du brauchst jetzt gar nicht ablenken. Du bist dran. So, alle miteinander hinsetzen. Ich bin die Vertretungslehrerin. Was? Vertretungslehrerin? Nein, nein, nein. Also Frau Chili hat gesagt, Herr Chili kommt und genau. Nicht... Genau. Herr Chili in einem Frauenkostüm. Das ist der nicht. Ich habe gesagt, hinsetzen. Alle Kinder auf ihre Plätze. Also irgendwas stimmt da nicht. Herr Chili sollte doch kommen. Wir wollen von Herrn Chili unterrichtet werden. Ja, das stimmt. Wer sind Sie eigentlich? Sie haben noch gar nicht gesagt, wie Sie heißen. Ach, das ist... Also, ich heiße Frau Chillig und jetzt setzt euch endlich hin. Was? Frau Chillig? Nein, nein, nein. Also, wenn das jetzt Herr Chillig wäre in einem Kostüm, hätte ich gesagt, ja, okay, eine Ähnlichkeit ist da, aber Frau Chillig? Auf gar keinen Fall. Ach, Mann, warum hören diese Schüler denn nicht auf mich? Jetzt setzt euch endlich auf eure Plätze. Muss ich hier etwa Extraaufgaben verteilen? Hallo, hinsetzen. Oh nein, wir wollen Unterricht bei Herrn Chillig. Habe ich das laut gesagt? Ja, ich will Matheunterricht, aber nicht bei Ihnen. Och Mann, ich verstehe das überhaupt nicht. Warum hören diese Schüler nicht auf mich? Oh, was liegt denn hier auf dem Boden? Oh Gott, also ich glaube, das ist ein Skateboard, nennt man sowas? Ah! Oh, aua, oh Mann, warum liegt das denn hier rum? Leute, die Vertretungslehrerin ist hingefallen. Vielleicht sollten wir ihr helfen? Oh, vielleicht hätte ich mir doch nicht dieses lange Kleid anziehen sollen. Ich kann irgendwie nicht mehr aufstehen. Also Leute, ich als Klassensprecher sage jetzt, bevor wir jetzt helfen oder so, sollten wir auf jeden Fall die Polizei rufen, weil das ist nicht Frau Chillig, das ist eine Betrügerin. Mhm. Also ich muss jetzt los zu meinem Termin, aber das mit dieser Frau Chillig, also Max' Schwester, ich habe da ein ganz mulmiges Gefühl bei. Ach, vielleicht soll ich nochmal hochgehen und die Lage checken. Wobei, ach, Max hat das so entschieden, wird schon richtig sein. Moment mal, aber da hinten sitzt Max doch. Max, hallo? Ja, hallo Schatz, ja, ich sitze hier und ich weiß aber nicht, was ich machen soll. Du hattest recht, ich kann mich nicht durchsetzen. Weder bei den Kindern noch bei meiner Schwester. Das hat nicht geklappt. Ach, Max, Kopf hoch. Du bist der beste Schulleiter, den es gibt. Ich meine, die Kinder lieben dich, ich liebe dich. Du bist einfach klasse. Wir schauen mal gemeinsam, ob das geklappt hat. Ach, Kinder, jetzt helft mir doch mal, wieder aufzustehen. Mein Kleid hat sich an den Beinen verheddert. Oh nein, erst verraten Sie Ihren richtigen Namen. Sie sind nicht Frau Chillig, das weiß doch jeder. Anna, meinst du das jetzt wirklich ernst? Also, ich kann streng sein oder mich auch durchsetzen? Du glaubst an mich also, oder? Aber selbstverständlich doch glaube ich an dich. Hallo, du bist mein Mann. Ich muss jetzt los zu meinem Termin. Du schaffst das schon. Du schaukelst das Kindchen, sagt man so, oder? Oh, hier ist es aber... Kinder, was ist denn los? Und wo ist denn meine Schwester? Herr Chillig, wir haben eine Betrügerin entlarvt. Sie hat sich als Frau Chillig ausgegeben und wir haben sie natürlich erwischt. Gut, oder? Betrügerin? Frau Chillig? Kinder, könnt ihr euch erstmal bitte hinsetzen? So, alle auf ihre Plätze. Sehr schön, sehr schön. Das hat ja schon mal geklappt. Roswitha, was machst du da auf dem Boden, bitte? Na, los, ich helfe dir. Ich komme nicht hoch. Diese Schüler sind unmöglich, die haben nicht auf mich gehört und sind auf den Tischen rumgesprungen. Kinder, was höre ich da? Auf den Tischen rumspringen? Nein, 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 das ist verboten, das wisst ihr auch. Das ist zu gefährlich, das macht ihr nicht nochmal. Ja, ist ja gut, das machen wir nicht nochmal. Ich weiß auch gar nicht, wessen Idee das war, also... was denn jetzt? Rufen wir die Polizei wegen dieser Frau da? Kinder, das würde ich manchmal auch gerne machen, aber das sollte ich nicht zu laut sagen. Nein, Kinder, ist es nicht nötig. Also, das ist meine Schwester, Roswitha Chillig. Also, ihr Name ist wirklich Frau Chillig. Oh Mann, wie gut Max mit diesen Kindern umgehen kann. Also, ich glaube, ich habe mich ein bisschen getäuscht in meinem kleinen Bruder, in Maxchen. Naja, also, ich werde dann mal wieder gehen. Und beim nächsten Mal bitte mich fragen, bevor Sie mit dem Skateboard fahren wollen, Frau Chillig. Dann kommen wir doch direkt zur nächsten Sache. Julian, seit wann dürft ihr denn hier mit dem Skateboard in der Schule rumfahren und außerdem mit dem Skateboard zur Schule fahren? Das würde mich mal interessieren. Wie? Also, Herr Chillig, also, Sie sind doch chillig, oder nicht? Ich dachte, Sie erlauben das. Was? Ich chillig? Nee, also so nicht. Ja gut, okay, eigentlich schon, aber heute nicht und nicht bei Sachen, die gefährlich sind. So nicht, Julian. Ach, mein Schatz, Claudia, ich muss schon sagen, der Kaffee hier bei euch schmeckt am besten. Wie vielte Tasse ist das, die fünfte oder sechste? Ach, Papa, das freut mich zu hören. Greif ruhig zu. Ich meine, du kannst so viel trinken, wie du möchtest. Ach, pass aber lieber auf. Also nicht, dass du wieder Herzrasen bekommst, wenn du so viel Kaffee trinkst. Ach, Annegret, wie recht du mal wieder hast. Ich kriege gleich noch Schweißausbrüche oder so. Deswegen waren wir... Wo ist denn jetzt die kleine Emma? Deswegen sind wir doch hier, oder? Papa, das habe ich schon gesagt. Die ist noch oben und schläft. Sie schlummert noch. Ach nein, langsam reicht's. Aber wir warten hier schon ganz schön lange auf sie. Ich werde sie jetzt wecken. Ist mir egal. Also, falls mich jemand fragen sollte, ob ich heute Lust habe auf die Schule, dann würde ich ganz, ganz klar sagen, nein, auf gar keinen Fall. Also, was macht ihr beiden denn hier? Hey, Opa! Also, die Frage ist wohl eher, was machst du hier? Ja, stimmt, was willst du in unserem Haus? Wir wohnen doch hier. Also, du darfst gerne hier hinkommen, aber was machst du gerade? Ja, also, ihr wisst ja, den Spruch, den bringt der Opa immer am liebsten, ne? Wollt ihr nicht zur Schule, ihr zwei? Ach, ihr seid ja so süß. Opa. Einmal kurz kneifen.
Au, Opa! Was ist das, Opa? Oh, meine Wange tut weh. Warum darfst du das und ich nicht? Naja, weil du Opa bist. Aber kannst du mir mal eins sagen? Warum bist du so früh hier? Ist doch auch noch mitten in der Woche. Ach so, ja, also die Oma und ich, wir sind heute hier hingekommen, um die Emma abzuholen, um eine kleine Shoppingtour mit ihr zu machen. Ja. Das ist ja total unfair. Und was mit uns? Wir wollen auch mitkommen. Wir wollen nicht in die Schule. Ach ja, ihr beiden, also hätte ich die Wahl, dann würde ich jetzt, glaube ich, auch zum Shoppen gehen. Und nicht zur Schule. Aber ihr müsst halt zur Schule. Tut mir leid. Ach, ich kann euch jetzt nicht so gehen lassen. Wisst ihr was? Ihr bekommt noch ein kleines Taschengeld von mir. Für die Pause. Bitteschön. Papa, du gibst doch wohl nicht den Kindern wieder einfach Geld, oder? Ich hoffe nicht. Danke, oh, Opa. Dankeschön, Opa. Das ist wirklich lieb von dir. Also ich den Kindern Geld? Nein, nein. Kinder, seid ruhig beim Rausgehen. Psst. Na dann viel Spaß in der Schule. Was wollte ich denn jetzt nochmal oben? Muss ich auf Klo? Oh nein, ich wollte ja zu der kleinen Emma sie wecken und oh, mein Herz ist so am Rasen. Ach, dieser Kaffee. Sieh sich das eine an, wie süß sie da am Schlafen ist. Ich möchte sie eigentlich nicht wecken. Ich sollte ruhig sein und hier keinen Lärm veranstalten. So an diesem schönen Spielzeug hier vorbei. Ach, was war das denn für ein Geräusch? Ist alles in Ordnung da oben? Ach, mach dir keine Sorgen, Mama. Ich denke, Opa ist nur über die ganzen Spielsachen von Emma geflogen. Das passiert mir auch ständig. Ist in Ordnung da oben? Ja, alles gut. Oh, was war das denn schon wieder? Was machst du denn hier? Oh Mann, ich hab so schön geschlafen. Du bist ja schon wach. Überraschung, na? Freust du dich, Emma? Papa, du bist ganz schön alt geworden, so über Nacht. Warum hast du so viele graue Haare? Bist du noch am Träumen, meine Kleine? Nein, ich bin's, der Opa. Das weißt du doch. Außerdem sehe ich jünger aus als dein Vater. Nur mal so am Rande. Wir wollen dich heute abholen mit der Oma zum Shopping. Oh, ich gehe erstmal mich fertig machen. Oh, toll, ich wurde voll aus dem Schlaf gerissen. Ich habe von Donuts geträumt. Also ich hätte jetzt gedacht, dass die Kleine sich ein bisschen mehr freut. Aber nun gut, wir sind auch nur Oma und Opa. Vielleicht freut sie sich da nicht so wie ihre Freunde zu sehen. Nun gut. Also gut, meine Kleine. Heute keine Kita, heute ist ein Ausflug geplant. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit Oma und Opa. Hm? Und schön artig sein. Ach, aber natürlich, die Emma ist doch immer das liebste Kind von allen, oder? Wir werden heute einen schönen Tag mit dir haben. Und dann ziehen sie so von dann. Ich hoffe wirklich, dass das alles gut geht. Nicht, dass Emma die beiden total überfordert. Also wenn Emma will, dann kann sie einen ganz schön um den Finger wickeln. Ich hoffe nicht, dass sie das jetzt heute bei denen macht. Ach, Oma und Opa eben. Und läuft die Kamera jetzt? Ja gut, okay. Also, hey Leute, ich bin Nils Schnösel. Willkommen zu meinem neuen YouTube-Channel. Ja, alles drauf. So, das Licht ist auch gut. Stimmt so, red weiter. Okay, gut. Und das erste Video wird natürlich sofort ein Kracher direkt. Also, ich mache eine Challenge. Und zwar, alles, was ich anfasse, werde ich auch kaufen. Und das in 5 Minuten. Ja, guck mal, ist das da nicht Nils? Hallo, Nils! Also eigentlich müsstet ihr doch Privatunterricht haben. Aber naja, Emma, ich glaube, dieser Laden ist nichts für dich. Komm, wir gehen weiter. Was macht ihr denn da? Mit wem redet ihr? Ich geh mal hin und gucke. Leute, ich sag euch, dieses Flammenskateboard ist wahrscheinlich ziemlich teuer. Oh! Da habe ich's angefasst, also muss ich's kaufen. Hey du Nils, na? Was machst du denn hier? Musst du nicht zur Schule? Kurze Frage, sag mal, soll die Kleine auch mit im Video sein? War jetzt eigentlich nicht so geplant, oder? Oder ist jetzt spontan? Boah, Emma, sag mal, siehst du nicht, dass ich hier gerade ein Video drehe? Ich habe einen eigenen YouTube-Channel. Ich habe doch Privatunterricht und das interessiert dich alles nicht. Raus hier aus dem Bild. Wow, cool, spannend. Und was soll das hier genau für ein Video werden? Kann ich da mitmachen? Hallöchen, mein Nils, mein Enkel. Nicht mein Liebster, aber mein Enkel. Wir wollten dich nicht stören. Oh, Oma, Opa, also jetzt nicht hier auch noch. Ich habe jetzt keine Zeit, ich drehe hier ein Video. Ich mache die 5-Minuten-Challenge. Ich darf, was ich anfasse, muss ich auch kaufen. Innerhalb von 5 Minuten. Also jetzt bin ich ein bisschen überfordert. Der Drehplan sah doch ganz anders aus. Was machen denn jetzt die Alten hier? Oma, Opa, habt ihr das gehört? Ich will das auch unbedingt machen. Das klingt total cool. Können wir das auch spielen? Ja, diese 5-Minuten-Challenge. Naja, also für Spiele sind wir eigentlich immer zu haben. Na, was meinst du? Super Idee, natürlich. Alles, was du anfasst, das wird auch gekauft. Oh Mann, ich bin sowas von aufgeregt. Alles, was ich anfasse, muss ich mir genau überlegen, was ich anfasse. Es wird doch eh alles gekauft. Alles klar, so, die Leute sind jetzt weg. Nochmal von vorne, würde ich sagen. Aber Oma, also einer von euch muss auf jeden Fall auch die Uhrzeit nehmen, weil die muss ja dann ablaufen. 5 Minuten. Ja, alles klar. Also, die Stoppuhr ist gestellt. Los geht's. Wow, so viele Fahrräder. Welches nehme ich? Entschuldigung, also herzlich willkommen im Bike- und Skate-Shop. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Kann ich Ihnen irgendwas zeigen oder so? Nein, wir haben keine Zeit für eine Beratung. Die Zeit läuft. Ich muss mir irgendwas aussuchen. Und angepasst, das pinke Fahrrad gehört mir. Sehr gute Wahl, Emma. Ich glaube, das hätte der Opa auch genommen. Ja, ja, wenn er noch mal jung wäre. Und damit ich nicht immer mit Julian Skateboard fahre, hole ich mir jetzt ein eigenes. So, angepasst, das ist meins. Also meinst du nicht, Emma nimmt dieses Spiel ein bisschen zu ernst? Nicht, dass wir ihr noch zu viel Hoffnung machen.
Ach nein, mein Schatz, also, das ist doch nur ein Spiel. Das brauchen wir nicht so ernst nehmen. Ich werde es ihr schon sonst erklären. Sie wird es natürlich verstehen. Okay, ich habe jetzt das Fahrrad angefasst und das Skateboard da hinten. Das nehme ich dann. Das müssen Sie dann zu Familie Vogel schicken, ja. Alles klar. Und wer soll das bezahlen? An wen geht die Rechnung? Also, wahrscheinlich, ja, ganz wahrscheinlich Oma und Opa. Das ist, also, nicht Oma und Opa, das wissen Sie, oder? Okay, die Zeit läuft. Oma, wie viel Zeit habe ich noch? Also, die Hälfte der Zeit ist rum. 2,5 Minuten hast du noch, aber das wird dir wohl nicht viel weiterhelfen, oder? Oh Mann, ich weiß nicht, wie viel das ist, aber egal. Ich habe so richtig kurze Beine, aber ich bin mega schnell. Herzlich willkommen hier bei uns im Spielzeugladen. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Hallöchen. Guten Tag. Also, nein, wir werden nur kurz hier durchlaufen. Ja. Danke. Keine Zeit. Wow, das fasse ich an. Das ist meiner. Emma, aber du hast doch zu Weihnachten schon einen Roller bekommen. Was willst du denn mit noch einem? Oma, das ist doch total egal. Ich kann alles haben, was ich will. Und ob ich das schon 2-fach, 3-fach oder 4-, 5-tausend-fach habe, ist doch egal. Das ist meins. Und ich finde auch, dass dieser Wagen, der passt total gut zu meinen Haaren und zu dem Rucksack. Den nehme ich auch. Und wenn ich müde bin, kann ich mich da reinsetzen. Also du, Annegret, meinst du, sie hat es verstanden, dass das ein Spiel ist? Sie ist ja richtig im Shoppingbahn wie im Fernsehen. Also, so viel Geld wie das Fernsehen habe ich eigentlich nicht. Oh ja, das nehme ich auch. Angefasst, meins. Wofür braucht man das? Egal, meins. Und das habe ich zwar auch schon in einer anderen Farbe, aber egal. Meins. Und, Oma, wie viel Zeit habe ich noch? Emma, also wie es aussieht, sind die 5 Minuten jetzt rum. Das Spiel ist zu Ende. Eieiei, Gott sei Dank. Endlich ist es vorbei, dass er sowas von anstrengt. Ach ja, und alle Sachen müssen zur Familie Vogel geschickt werden und Oma und Opa bezahlen das. Na gut, wird gemacht. Ich hoffe, ich kann mich an die Sachen noch erinnern. Das waren ja ganz schön viele Sachen. Opa, alles in Ordnung? Ich meine, hast du dich irgendwie übernommen? Geht's dir gut? Claudia, ich brauche irgendwas. Ich brauche ein bisschen Zucker oder so. Die kleine Emma hat mich total fertig gemacht heute. Ja, Emma, was hast du denn mit Opa angestellt? Der ist ja total kaputt. Das war ja wirklich ein Shopping-Marathon, oder? Oh ja, und es hat sowas von Spaß gemacht. So toll war Shopping noch nie. Wir haben so eine Challenge gemacht, so ein Spiel. 5 Minuten, alles, was ich anfasse, wird gekauft. Das war richtig klasse. Was? Oh nein, nicht so eine Challenge aus YouTube, oder? Die habt ihr gemacht? Ach, Claudia, beruhig dich doch. Das war doch alles nur ein Spiel. Und Emma, die hat sich so gefreut. Da wollten wir das mitmachen. Oh, es hat geklingelt. Das werden meine Sachen sein. Ich bin aufgeregt. Vor allem das pinke Fahrrad. Das will ich nochmal sehen. Hallöchen, bin ich hier bei Familie Vogel? Also ich habe hier ganz, ganz viele Pakete und Bestellungen mit Sportgeräten und so. Ja, Familie Vogel, richtig, aber eigentlich haben wir nichts bestellt. Worum geht's denn genau? Gibt's da irgendwie einen Rechnungsbetrag? Mal sehen, da haben wir das und das und das. Ach, das geht ja noch. Wir haben einen Gesamtbetrag von 4.312,04 €. Oh nein, ein Albtraum! Ich habe doch der Verkäuferin zugezwinkert und das sollte keine Anmache sein, sondern nur, dass es ein Spaß ist. Oh, ich glaube, jetzt hat sie mich falsch verstanden. Oh, ich freue mich schon auf meine Sachen. Wo sind die denn? Wo sind die Pakete? Stehen die noch draußen? Tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen, aber diesen Rechnungsbetrag, den können wir unmöglich bezahlen. Das war alles nur ein Missverständnis. Die Sachen gehen wieder zurück. Was? Wie? Naja, gut, okay. Also, Sie werden sich wundern, aber das passiert so oft, dass Leute zu viel bestellen und das einfach nicht bezahlen können. Naja, gut. Ich muss schon sagen, das Leben eines Auslieferers ist nicht so einfach, wie es scheint. Naja, ich gehe wieder nach Hause. Aber warum geht er denn jetzt? Ich habe meine Sachen nur noch gar nicht bekommen. Also, Emma, mein Schatz, es tut mir wirklich leid, aber der Opa, der kann sich das nicht leisten. Also, wir können uns diese Sachen alle nicht kaufen. Sorry. Emma, das Ganze war nur ein Spiel und so haben das die anderen auch verstanden. Ich meine, in den Videos, da bekommen doch die Leute auch nicht die Sachen, oder? Oh doch, ich wette, Nils hat das alles gekauft und das gehört jetzt alles ihm oder wer auch immer das gekauft hat, ist mir egal. Also da wäre ich mir nicht so sicher. Unser Nils, der macht ja häufiger mal einen auf dicke Hose, das wissen wir ja alle. Oh, ich sag euch, das ist ein Schock für mich, ein wahrer Albtraum. Da muss ich mich erstmal hinsetzen, so viel Geld. Ich glaube, in meinem ganzen Leben, doch, so viel hatte ich schon, aber auf einen Schlag. Oh Mann. Opa, ich fand trotzdem, das hat ganz schön viel Spaß gemacht. Das war total cool. Also von mir aus können wir das ruhig häufiger machen, auch wenn das am Ende nicht bezahlt wird. Ja, also witzig war's, aber auch der Schock danach war ziemlich groß. Du, Emma, nichts Persönliches, aber ich glaube, wir gehen nicht nochmal zusammen einkaufen.